Ja, herzlich willkommen und schön, dass Sie dabei sind, liebe Gäste unseres Online-Seminars, die EEG-Novelle 2021, Ü20 Anlagen und was nun? Mein Name ist Peter Friemert und ich begrüße Sie im Namen des Informations- und Kompetenzzentrums für zukunftsgerechtes Bauen, IKZB in Berlin, heute aber aus dem Homeoffice, so wie wir alle nach den Empfehlungen der Bundesregierung die Dienstreisen derzeit möglichst einschränken sollen. Auch Ihnen nun von hier ein herzliches Hallo in die große Runde zu den rund 150 Live-Online-Gästen. Ich freue mich heute auf eine Kooperationsveranstaltung mit dem Solarzentrum Berlin, das ja im Effizienzhaus Plus untergebracht ist. Und wir möchten heute über die aktuelle Entwicklung der Erneuerbaren Energiengesetzes EEG 21 berichten. Den Programmablauf haben Sie ja schon der Veranstaltungshinweis entnehmen können. Wir werden unter der Moderation von Berit Müller, zu der ich gleich nach Berlin gebe, gleich Jörg Sutter, den Vizepräsidenten der DGS, begrüßen können, der uns dann einen Blick auf das Ordnungsrecht und die Übersicht zum neuen GEG verschaffen wird. Wir werden über Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen für Photovoltaikanlagen und die technischen Aspekte, den eigenen Anlagencheck und die Umstellung auf den Eigenverbrauch sprechen. Vor dem Hintergrund der gesetzlichen Veränderung diskutieren wir natürlich auch mit unserem Experten und Ihnen über die Perspektiven der Photovoltaikanlagen. Stellen Sie gern dazu Ihre Fragen auch im Chat. Wir werden diese dann aufrufen und mit dem Referenten besprechen, sofern diese nicht schon aus dem Vortrag von Herrn Sutter im Laufe des Vortragsverlaufs beantwortet werden. Und sollten sich Fragen im Nachhinein stellen, melden Sie sich bei uns und wir bemühen uns um die Antworten. Auch dieses Online-Seminar wird übrigens wieder aufgezeichnet und dann in den kommenden Tagen in der Mediathek für Sie kostenfrei zur Verfügung stehen. Die Vortragsfolien geben wir übrigens nicht direkt heraus. Sollten Sie daran spezielles Interesse haben, wenden Sie sich bitte an das Solarzentrum bzw. direkt an unseren Referenten. Ja, und ich wünsche Ihnen nun einen spannenden Verlauf zu diesem Online-Seminar und möchte Ihnen vorher noch ein paar Hinweise auf unsere kommenden Veranstaltungen geben. Am Mittwoch, den 24., also übermorgen, werden wir unter dem Titel Wärmewende konkret vor Ort über den Status quo der Wärmetechnik und die Finanzierungsmöglichkeiten sowie Verbraucherinteressen beim Umbau und Modernisierung von Gebäuden berichten. Und in der anschließenden Panel-Diskussion freuen wir uns unter anderem auf Hermann Josef Tenhagen, den deutschen Wirtschaftsjournalisten und Chefredakteur von Finanztipp, der uns dort für Fragen zur Verfügung steht. Und am 3. März möchte ich Sie noch aufmerksam machen auf die Veranstaltung unter dem Titel Digitalisierung und Corona, ein gleiches Paar. Wir möchten in diesem Online-Seminar auf die Entwicklung der Baubranche blicken und anhand von konkreten Beispielen aufzeigen, wohin es geht. Und da freuen wir uns unter anderem auf Professor Daniel Mondino, der über die Corona als Impulsgeber sprechen wird und die Frage, ob die Digitalisierung das Bauen tatsächlich nun verändert. Diese Frage wollen wir dort etwas näher beleuchten. Und dann sei noch ein kurzer Blick gestattet auf die Tage der Mobilität im IKZB, die wir vom 15. bis zum 18. März veranstalten. Und da werden wir über autoarme Quartiere, über autonomes Fahren und über die Elektromobilität mit einer Roadmap für die Zukunft berichten, wo unter anderem das Bundesverkehrsministerium mit dabei sein wird und Ihnen neue Förderprogramme vorstellen wird. Ja, und jetzt wünsche ich Ihnen, meine Damen und Herren, einen spannenden Verlauf unseres Online-Seminars und freue mich, rüberzugeben zu Berit Müller, der Leiterin des Solarzentrums in Berlin, die nun direkt aus dem IKZB moderieren wird. Berit Müller, kannst du mich in Berlin hören? Ich höre dich. Bin ich zu hören? Ja, wunderbar, wunderbar. Ich hoffe, bei euch scheint genauso die Sonne wie bei uns hier. Was will man mehr zu Beginn der Woche und dann zu einem Thema, wo es rund um das Solare geht und um den Energieeintrag durch erneuerbare Energien mit frischer Kraft ran. Berit, du hast das Wort. Bitte schön. Danke, Peter. Dann übernehme ich mal hier in Berlin im Effizienzhaus und begrüße auch vom Solarzentrum und von der DGS Berlin-Brandenburg und gebe eine kurze Einführung. Das Solarzentrum sitzt, wie Peter schon sagte, hier mit dem Effizienzhaus und wir beraten unabhängig zu Solarthemen, sowohl für Privat- wie auch für Gewerbe. Wir veranstalten Informations- und Diskussionsrunden zu dem Thema und versuchen damit zu den verschiedenen Zielgruppen durchzudringen, denn der Senat Berlin
wünscht sich, das heißt, hat beschlossen, einen Masterplan Solar City, das heißt, Berlin soll solarer werden. Und dafür braucht es alle, die damit anpacken. Und deshalb werden wir finanziert vom Senat, um unabhängig und auch kostenlos zu beraten. Genau, für dieses Jahr haben wir uns am Anfang des Jahres erstmal das EEG vorgenommen, aus aktuellem Grund. Das EEG ist ja jetzt Ende des Jahres neu auf die Schiene gekommen, also neu erneuert worden. Deshalb haben wir auch Jörg Sutter eingeladen, der hat sich von der DGS sehr akribisch mit dem EEG beschäftigt. Jedes Mal, wenn ich mit ihm telefoniere, dann sagt er, oh, ich habe wieder was anderes gefunden, das ist doch anders. Also es ist auch offensichtlich nicht so ganz durchschaubar geschrieben, da wird er bestimmt selber noch was zu sagen. Als DGS haben wir seit einem Jahr ein Projekt, in dem wir zu den Ü20-Anlagen, wie wir sie liebevoll nennen, auch beraten und Informationen zusammensuchen, um zu gucken, wie die weiterlaufen können. Wir gehen davon aus, dass viele von den Ü20-Besitzer, Besitzerinnen, die es jetzt als erstes trifft, ein hohes Interesse haben, diese auch weiter zu betreiben. Denn die Leute, die sie als erstes installiert haben, sind da mit sehr viel Idealismus, glaube ich, rangegangen. Teilweise ja auch schon vor der EEG-Vergütung und haben dann noch die Vergütung bekommen. Aber es wird in den kommenden Jahren mehr werden. Es werden mehr Anlagen, größere Anlagen aus der Vergütung fallen. Und das heißt, da wird es auf jeden Fall was zu tun geben, damit die nicht vom Netz gehen, sondern damit sie, sofern sie noch sinnvoll betrieben werden können, da auch dranbleiben. Genau, vielleicht weise ich noch kurz darauf hin, wir haben zum EEG auch vom Solarzentrum verschiedene Podcasts, einen auch schon mit Jörg Sutter gemacht, allgemein zum EEG, aber auch zu rechtlichen Aspekten mit einem Rechtsanwalt. Die sind zu finden auf Spotify, auf YouTube und ja, wir werden uns auch weiter um das Thema kümmern. Wie Peter schon gesagt hat, wir wollen das Thema in drei Blöcken heute, also die Ü20-Anlagen in drei Blöcken heute betrachten, nämlich rechtliche, wirtschaftliche und technische Aspekte. Wir werden das so machen, dass nach jedem Block eine Fragerunde gibt und wir das diskutieren können und wir dann auf den nächsten Block hingehen. Das heißt, wenn Sie Fragen zum wirtschaftlichen Bereich oder zu technischen Sachen haben, dann warten Sie auf den zweiten oder dritten Block. Es gibt zwei Möglichkeiten, Fragen loszuwerden im allgemeinen Chat und dann gibt es noch einen privaten Chat, wenn man entweder nicht möchte, dass der eigene Name auftaucht, den privaten Chat, den kopieren wir ohne Name in unser Dokument, oder wenn im anderen Chat gerade was läuft, was Sie nicht unterbrechen wollen, nutzen Sie die, wie Sie das gerne möchten. Wir versuchen, so viele wie möglich Fragen aus dem Chat zu beantworten und mal gucken, was wir im Nachhinein werden. Mal gucken, ob wir mit den Fragen noch irgendwie was machen. Also meistens haben wir dann noch Fragen über, weil es doch sehr viele Leute sind mit sehr unterschiedlichen Fragestellungen. Da werde ich mit der Regie besprechen, wie wir damit dann weiter umgehen, falls das so kommen sollte. Aber das gucken wir erstmal. Dann würde ich jetzt zum ersten Teil gerne an Jörg Sutter übergeben, der startet mit dem Rechtlichen, also die Ü20-Anlagen. Bekommen ja keine Vergütung mehr, aber gehören immer noch zum EEG, es sind immer noch EEG-Anlagen und jetzt ist die Frage, was muss und was darf ein Betreiber, eine Betreiberin denn mit diesen Anlagen jetzt noch machen? Und Jörg, es wäre super, wenn du zu Anfang vielleicht nochmal kurz was zu dir sagst, das habe ich ja jetzt unterschlagen, damit alle wissen, wo du auch herkommst. Ja, von meiner Seite auch einen schönen guten Morgen und sonnige Grüße aus dem nördlichen Rand des Schwarzwaldes aus Pforzheim. Ich hoffe, Sie verstehen mich gut und sehen jetzt auch meine Folien. Das ist quasi die Startfolie für den ersten Block, wie es die Berit gesagt hat. Vielen Dank für die Einführung noch. Ich beginne auch gleich, kurz was zu meiner Person zu sagen. Mein Name ist Jörg Sutter. Ich bin seit ungefähr 20 Jahren im Photovoltaikbereich aktiv. An unterschiedlichen Stellen. Ich bin Sachverständiger für PV, Fachkraft für Energiespeicher und jetzt heute in der Funktion als Vizepräsident der DGS hier dabei mit den Vorträgen zu dem Thema Ü20. Im ersten Block, das ist ja schon erwähnt worden, wollen wir auf das EEG eingehen. Ich habe diese fünf Spiegelstriche für Sie dabei. Zum einen noch ganz kurz zwei Worte zur DGS, aber nur ein praktischer Hinweis. Dann gehen wir auf den Rechtsrahmen ein, also welche Anlagen sind jetzt eigentlich von dem Thema Ü20 betroffen.
Welche Möglichkeiten bietet das EEG? Das ist, denke ich, jetzt mal der zentrale, der interessanteste Punkt in dem Bereich. Dann gibt es aber auch noch ein paar andere Möglichkeiten und nochmal eine Möglichkeit, weitere Informationen zu kriegen über unser Projekt PV-Lotse, das die Berit ja vorhin jetzt auch schon kurz erwähnt hat. Also über die fünf Punkte möchte ich jetzt im ersten Teil durchgehen, in dem rechtlichen Teil. Und dann können wir auf jeden Fall auch Fragen dazu gern beantworten. Zur DGS auch nur zwei Folien von meiner Seite. Man kann Mitglied werden bei uns, kann die ganze Solarenergie auf dem Weg unterstützen. Wir sehen uns als großes Netzwerk von Fachleuten. Wir sind jetzt ungefähr 2800 Mitglieder bei der DGS. Da gibt es immer jemanden, den man findet, der irgendein Spezialthema schon mal auf dem Schirm hatte und vielleicht eine Antwort dazu hatte. Wir haben eine eigene Zeitschrift, die Sonnenenergie, die es in Papier und in Digital gibt. Und besonders ans Herz legen möchte ich Ihnen einfach unseren kostenlosen Newsletter, den Sie einfach auf unserer Startseite dgs.de mit einem Klick auf diesen orangenen Button abonnieren können. Dann kriegen Sie einmal pro Woche Informationen von uns rund um das Thema Solarenergie, rund um das Thema Energiewende. Gut, wenden wir uns dem Rechtsrahmen zu. Also, welche Anlagen sind jetzt eigentlich von dem Thema Ü20 betroffen? Es geht schlichtweg um alle PV-Anlagen in Deutschland, die Baujahr 2000 sind oder auch schon älter und die eben jetzt nach 20 Jahren, die 20 Jahre sind ja fix im EEG fixiert, nach 20 Jahren keine feste EEG-Einspeisevergütung mehr erhalten. Das sind unsere Ü20-Anlagen, um die es jetzt heute Vormittag gehen soll. Das waren jetzt zum Jahreswechsel 2020-2021 auch nicht wenige Anlagen, sondern ungefähr 18.000 Stück in Deutschland. Und wenn wir zum nächsten Jahreswechsel schauen, also dem Wechsel von 2021 auf 2022, dann wären es sogar 24.000 Anlagen, die davon betroffen sind, die zum nächsten Jahresende eben aus der Förderung, aus der 20-jährigen Vergütungszahlung rausfallen. Und so pflanzt sich das dann ja von Jahr zu Jahr weiter fort. Wir haben in den allermeisten Fällen jetzt gerade in den ersten Jahren Investoren, die privater Natur sind. Das sind fast ausschließlich Privatleute, die vor über 20 Jahren investiert haben. Und was wir auch gesehen haben, auch im Bereich von unserem PV-Lotse-Projekt, es gibt einen ganz festen Willen zum Weiterbetrieb. Also die Leute, mit denen wir da auch im letzten Jahr gesprochen haben, die jetzt zum Jahresende betroffen waren, die waren überzeugt davon und ganz gewillt, ihre Anlage auf jeden Fall weiter zu betreiben und nicht eine funktionsfähige Anlage irgendwie vom Dach runterzuwerfen und zu verschrotten. Hier habe ich Ihnen nochmal eine Liste mitgebracht, wie viele Anlagen davon betroffen sind. Die Zahlen haben wir ja gerade schon gehört. Was hier vielleicht noch spannend ist, ist, wie sich das im Laufe der nächsten Jahre entwickelt. Und zwar haben wir es im Moment jetzt zu tun mit Anlagen, die alle ganz, ganz klein sind, weil die Anlagen zu der Zeit eben sehr teuer waren. Das heißt, wir sind jetzt alle in einer Kategorie kleiner 7 kW, das sind 17 von 18.000 Anlagen. Im Lauf der nächsten Jahre werden die Anlagen aber immer größer. Das heißt, die Lösungen, die wir jetzt für die Ü20-Anlagen haben, die brauchen wir in ein paar Jahren auch für immer größere Ü20-Anlagen, weil immer mehr und immer größere Anlagen aus diesen 20 Jahren rausfallen. Ganz wichtig, die Berit hat es eben schon in einem Halbsatz erwähnt, ich möchte aber nochmal wirklich betonen, der Begriff Post-EEG-Anlagen, den man manchmal liest in diesem Zusammenhang, der ist aus meiner Sicht einfach falsch, denn das EEG gilt für diese Anlagen weiter. Auch wenn die 20 Jahre vorbei sind, auch wenn sie keine Einspeisevergütung mehr bekommen, es sind weiterhin EEG-Anlagen und es müssen auch weiterhin Randbedingungen des EEGs bei diesen Anlagen beachtet werden. Es gab im letzten Jahr jetzt ganz viel Diskussionen im Rahmen der EEG-Novelle zu den Ü20-Anlagen. Und zwar schlicht und ergreifend deswegen, weil die Politik 20 Jahre lang es schlichtweg versäumt hat, sich Gedanken zu machen, was denn mit den Anlagen nach 20 Jahren passieren soll. Also nach dem EEG 2017 wäre eine Weitereinspeisung ab 1. Januar diesen Jahres schlichtweg unzulässig gewesen, schlichtweg illegal gewesen. Und da hat sich in der Politik 20 Jahre lang keiner drum geschert, obwohl jeder wusste, die ersten Anlagen fallen zum 01.01.21 hier raus. Also das ist ein politisches Versäumnis erster Güte und hat eben zu entsprechend viel Diskussionen und auch zu dem Druck gesorgt, über die EEG-Novelle da noch ganz schnell eine Lösung hinzukriegen. Das neue EEG ist in Kraft. Das haben wir ja auch über die vergangenen Webinare, Seminare schon
gehört, im Dezember vom Bundestag verabschiedet, seit 1. Januar in Kraft. Kleiner Hinweis noch, trifft jetzt aber nicht unser Ü20-Thema. Es fehlt noch immer die EU-Freigabe für das EEG 2021. Also bestimmte Fördertatbestände, da ist es im Moment noch ein bisschen spannend, ob die jetzt umgesetzt werden dürfen oder nicht. Bei Ü20 ist das glücklicherweise kein Problem. Als Hinweis, das EEG 2021 ist kein eigenes Gesetz, sondern ist eine Ergänzung des EEG 2017. Das heißt, wenn Sie sich mal den Text im Internet besorgen vom EEG 2021, dann werden Sie feststellen, das ist eine ganz große Sammlung von Änderungen. Und Sie müssen immer das EEG 2017 daneben legen, um überhaupt zu verstehen, was da genau geändert wird. Und das EEG 2017 war formal eine Ergänzung des EEG 2014. Also so baut sich eigentlich so eine Gesetzestreppe auf, die jetzt auch nicht ganz leicht zu ist. Klar ist, für Neuanlagen, die dieses Jahr ans Netz gehen, gilt das EEG 2021, diskussionslos. Für Altanlagen, und dazu gehören eben auch unsere Ü20-Anlagen, die wir uns heute anschauen, da ist das Ganze aber ein bisschen komplizierter. Denn da gilt zwar jetzt das EEG 2021, auch mit den Regelungen zu Ü20-Anlagen, aber bestimmte Parameter und bestimmte Regelungen des EEG 2017 oder 2014 gelten für diese Ü20-Anlagen weiter. Also juristisch ein bisschen schwierig zu durchschauen, hat glücklicherweise in der Praxis für die Möglichkeiten, die wir nachher beschreiben mit dem Weiterbetrieb, nicht arg viel Relevanz. Aber ich will auf jeden Fall darauf hinweisen, dass die juristische Betrachtung, was gilt jetzt eigentlich ganz genau, nicht ganz so einfach ist. Und die Verabschiedung des EEG 2021 war jetzt auch nicht der Schlusspunkt, dass man sagen kann, wir lehnen uns jetzt zurück und jetzt können wir ein halbes Jahr damit arbeiten. Denn parallel zu der Verabschiedung des EEG 2021 ist ein Entschließungsantrag verabschiedet worden. Da soll schon im ersten Quartal diesen Jahres wieder was am EEG 2021 geändert werden. Und da gibt es einen großen Punktekatalog, 16 Punkte stehen da drauf, was die Politik eigentlich alles noch ändern will, so in diesem Quartal und vor der nächsten Bundestagswahl. Und da sind also Punkte drin wie Senkung Förderungsbedarf möglich. Also einfach nochmal prüfen, brauche ich die Förderungen, so wie sie jetzt drin sind oder nicht. Ich persönlich glaube jetzt nicht, dass die Ü20 Weiterbetriebsmöglichkeiten davon betroffen sind. Aber wer weiß, ich will nur darauf hinweisen, das EEG bleibt in Bewegung. Und der Gesetzestext, wie er jetzt verabschiedet ist, der wird das nächste halbe Jahr so sicherlich nicht überleben. Zumal sich dann auch, das sieht man jetzt schon wieder, die Ministerien etwas uneinig sind, wie man in bestimmten Bereichen mit einer Änderung des EEGs umgeht. Beispiel Bauziele. Aber da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Was bietet das EEG 2021 jetzt als Möglichkeiten für den Weiterbetrieb von Ü20-Anlagen? Wir haben im Wesentlichen drei Kategorien von Möglichkeiten, auf die ich dann im Detail weiter eingehe. Die Möglichkeit A ist die weitere Volleinspeisung. Also die Anlage bleibt am Netz und speist voll den Strom wie bisher ins Stromnetz ein. Die Möglichkeit B sind Eigenverbrauchslösungen, also ein Umbau der Anlage. Ich nutze den Strom hauptsächlich, soweit es geht, selber und nur der Rest geht irgendwo anders hin. Und die Möglichkeit C, eine sogenannte vereinfachte Direktvermarktung. Die Direktvermarktung gab es bisher im EEG schon, im 2017er. Und das 2021er schafft jetzt einfach eine Möglichkeit einer vereinfachten Direktvermarktung. Und das kann auch eine Chance für Ü20-Anlagen sein. Also diese drei großen Möglichkeiten stecken in dem EEG 2021 drin. Und dann gibt es noch ein paar kleine, auf die gehe ich nachher noch ein. Also Möglichkeit A, weitere Volleinspeisung. Was sind da die Rahmenbedingungen? Ich habe keine Anforderungen in Richtung Direktvermarktung. Ich brauche also die Anlage nicht umbauen in dem Bereich. Die kann ganz normal technisch so bleiben, wie sie ist. Die Stromabnahme erfolgt auch weiterhin wie bisher durch den lokalen Netzbetreiber. Das Ganze ist im EEG 2021 gesetzlich aber begrenzt bis zum Jahr 2027. Also wer sich jetzt vornimmt, seine Anlage 20 Jahre weiter zu betreiben, der wird mit der Lösung hier, mit der Möglichkeit A, nur bis 2027 weiterkommen. Danach wird diese Lösung abschalten. Und sie gilt auch nur bis 100 kW Anlagengröße.
Da hat der Gesetzgeber vorher die Branchenverbände auch nicht gefragt, sonst wäre da zur Antwort gekommen, dass es durchaus ein paar Anlagen gibt, die größer 100 kW sind und auch schon 20 Jahre alt. Die fallen nämlich jetzt durchs Raster, das ist aber nur eine Handvoll Anlagen in Deutschland. Wichtig ist jetzt, was kriege ich denn, wenn ich in dieser Weitereinspeisung arbeite? Und da hat der Gesetzgeber ganz klar definiert, einen Jahresmarktpreis, der ist jetzt auch berechnet worden für das vergangene Jahr 2020. Und davon werden abgezogen Vermarktungskosten von 0,4 Cent pro Kilowattstunde, sprich für den Betreiber bleiben 2 Cent pro Kilowattstunde übrig. Wir kommen ja nachher zu den Wirtschaftlichkeiten, aber Sie sehen vielleicht jetzt schon an dem Betrag 2 Cent pro Kilowattstunde, dass es damit kaum möglich sein wird, Versicherungen, Zählerkosten und den laufenden Betrieb der Anlage zu finanzieren. Also das wird schon ein sportliches Unterfangen. Wichtiger Punkt noch für diese Möglichkeit A, es gibt eine automatische Zuordnung, wenn der Betreiber nichts macht. Also wenn Sie jetzt einen Ü20-Betreiber haben, der Ende Dezember überhaupt nicht reagiert hat und sich vielleicht gar nicht bewusst war, dass er eine Ü20-Anlage hat, dann passiert dem nichts. Der wird auch kein illegaler Einspeiser und gar nichts, sondern er wurde zum 1. Januar automatisch in diese Weitereinspeisungsoption zugeordnet. Und wird sich dann erst wundern, wenn er einen Briefle vom Netzbetreiber kriegt mit der Jahresabrechnung und mit der neuen Vergütungshöhe. Da stehen dann plötzlich keine 1,50 Euro mehr auf der Abrechnung drauf, sondern halt 2 Cent pro Kilowattstunde. Aber es ist ein Automatismus. Alle, die nichts tun, rutschen automatisch in diese Möglichkeit A rein. Hier habe ich Ihnen die Auszüge aus dem EEG nochmal. Ich will es Ihnen nicht vorlesen. Es ist wie immer im EEG kompliziert formuliert. Im unteren Absatz habe ich Ihnen einfach in blau die drei Begriffe markiert, die wichtig sind für unseren Bereich. Zum einen, wir haben keine Windenergieanlagen, also Solaranlagen fallen rein. Zum zweiten bis zu 100 kW, das ist die Leistungsgrenze. Und ganz unten steht dann das Stichwort Jahresmarktwert. Das ist der dann für die Berechnung der Vergütung zugrunde gelegt wird. Auf die weiteren Formulierungen, da muss man sich wirklich konzentrieren und in Ruhe durchlesen und die Verweise angucken, dann versteht man das auch. Aber so auf die Schnelle jetzt macht das keinen Sinn. Stichwort Jahresmarktwert. Da sehen Sie hier mal, wie der sich die letzten Jahre entwickelt hat. Wir haben eigentlich die letzten Jahre immer so einen Marktwert gehabt, einen Monatsmarktwert von zwischen 3 und 6 Cent pro Kilowattstunde. Im vergangenen Jahr ist der natürlich dank Corona, gerade in den ersten Monaten März, April, abgerutscht bis auf unter einen Cent pro Kilowattstunde. Und das merken wir jetzt eben in dem Jahresmarktwert. Der liegt nämlich nur bei 2,45. Also da ist natürlich perspektivisch die Hoffnung, dass der in den nächsten Jahren wieder hochgeht. Aber im Moment sind wir einfach bei unter 2,5 Cent pro Kilowattstunde. Jetzt kommen wir zur zweiten Möglichkeit, Möglichkeit B, Eigenverbrauchslösung. Da gab es vorher im Rahmen der EEG-Novelle Diskussionen, ob das überhaupt erlaubt ist und so weiter und dass man EEG-Umlage zahlt. Die Sachen sind alle vom Tisch geräumt. Ich darf Eigenverbrauch machen. Ich muss keine EEG-Umlage zahlen. Und wir sehen auch von vielen Betreibern die Rückmeldung, dass sie Eigenverbrauch machen wollen. Also eine ganz große Intention der Leute. Sie wollen den Strom selber nutzen und gucken, was sie damit machen. Da sind verschiedene Optionen denkbar. Das zeige ich Ihnen gleich nochmal. Und es ist natürlich ein Umbau der Anlage notwendig. Also ich muss von meiner Volleinspeiseanlage auf Eigenversorgung umstellen. Und das geht eben nicht per Software-Update, sondern ich muss da wirklich physikalisch was umbauen. Gleichen Hinweis, der Umbau auf Eigenversorgung ist keine wesentliche Änderung der Anlage. Also es ist auch keine Anpassung auf aktuelle Normlagen notwendig. Trotzdem ganz klar, wenn ich sowas mache, gehen Sie zum Elektriker, lassen Sie sich ein Angebot machen, der muss sich das vor Ort anschauen, weil da kann es ganz unterschiedliche Konstellationen geben. Da kommen wir nachher im technischen Bereich nochmal dazu. Diese Möglichkeit B habe ich jetzt noch unterteilt in drei verschiedene Optionen, nämlich die B1, nämlich Eigenversorgung, wo ich den Überschuss, den ich habe, einfach wie in der Möglichkeit A an den Netzbetreiber gebe. Dann gibt es eine Option B2. Kann ich auch machen. Eigenversorgung mit Null-Einspeisung. Ich will einfach gar keinen Strom ins Netz abgeben. Also gucke ich, dass die Anlage das technisch kann. Wenn das gewünscht ist, kann man das technisch umsetzen. Und die Möglichkeit B3, ich mache Eigenversorgung auch mit Überschusseinspeisung, aber nicht an meinen Netzbetreiber, sondern an einen Dritten.
Das ist dann die Möglichkeit C, zu der ich gleich komme, über einen Direktvermarkter. Also die drei Möglichkeiten gibt es. Das kann ich mir überlegen, was für mich am sinnvollsten ist. Dann kann ich natürlich, wenn ich auf Eigenverbrauch setze, meinen Eigenverbrauch auch noch mit technischen Möglichkeiten erhöhen. Ideal wäre es natürlich, wenn die schon da wären. Das kann sein ein Stromspeicher, den ich nachrüste. Das kann sein eine elektrische Wärmepumpe. Das kann sein ein Ladepunkt für ein Elektroauto. Ideal, wenn ich mittags die Möglichkeit habe, bei Sonnenschein das Elektroauto zu laden. Oder auch Heizstäbe oder andere Möglichkeiten. Also da gibt es schon einiges, was ich tun kann, um meinen Eigenverbrauch weiter nach oben zu kriegen. Dann die Möglichkeit C. Das ist die vereinfachte Direktvermarktung. Da habe ich Ihnen auch den Satz vom Gesetz hier oben reingeschrieben. Den möchte ich jetzt auch nicht direkt vorlesen. Das EEG schafft einfach jetzt eine Möglichkeit der Vereinfachung, aber es zwingt keinen dazu, diese Möglichkeit zu nutzen. Das heißt, diese Möglichkeit C, da sind Sie darauf angewiesen, dass Sie ein Angebot kriegen von jemandem. Also ein Stadtwerk, ein Vermarkter, der muss aktiv werden, der muss ein Angebot rausgeben, veröffentlichen und dann können Sie sagen, ja, das klingt für mich attraktiv, das möchte ich machen, dann melden Sie sich bei dem und dann können Sie mit dem einen Vertrag abschließen. Also es ist eine Kann-Sache im EEG, es ist keine Muss-Sache, auf die man sich berufen kann und sagen kann, im EEG steht doch drin, vereinfachte Direktvermarktung, das muss doch jetzt gehen, ohne Probleme. Nee, es ist eine Kann-Geschichte. Es hat sich jetzt aber schon gezeigt in den ersten Wochen des neuen Jahres, dass es eine Reihe von Vermarktern und Stadtwerken gibt, die entsprechende Angebote ausgearbeitet haben und auch veröffentlicht haben. Und in bestimmten Gegenden, meistens lokal abgegrenzte Gegenden, da kann ich solche Angebote schon annehmen. Und da sehen wir jetzt schon entsprechende Preise, die durchaus lukrativ sein können. Der Rekord liegt im Moment bei 6 Cent pro Kilowattstunde, die ich kriege für eine Ü20-Anlage. Und ich bin mal gespannt. Ich erwarte eigentlich, dass die nächsten Wochen noch weitere Stadtwerke mit Angeboten kommen. Wir von der DGS sammeln im Moment auch gerade, was es an Angeboten gibt und werden da eine Liste ins Netz reinstellen und aktualisieren. Also da wird sicherlich noch einiges kommen. Vielleicht kommen auch noch ein bisschen leicht höhere Angebote vom Preis her, von der Vergütung her. Hier mal zwei, drei Beispiele noch. Die Stadtwerke Solingen, NRW, bietet 4 Cent pro Kilowattstunde an, die Amberger in Bayern 4,6 und die Stadtwerke Tübingen, das ist im Moment der Spitzenreiter mit dem Werbeblöckle von der rechten Seite auf der Folie drauf, da kriegen sie 6 Cent pro Kilowattstunde. Aber immer verbunden mit bestimmten Anforderungen. Also Sie müssen beispielsweise im Versorgungsgebiet dieses Stadtwerks sein mit Ihrer Anlage. Sie müssen den Reststrombezug über einen Ökostromtarif machen und solche Dinge. Also da muss man einfach immer schauen, was gibt es konkret als Angebot, was steht da im Vertragsentwurf drin, welche Randbedingungen, dann kann ich sowas in Anspruch nehmen. Aber wenn ich eben 4 bis 6 Cent pro Kilowattstunde kriege und nicht nur die 2 nach der Möglichkeit A und vorhin, dann sieht es natürlich wirtschaftlich auch besser aus, das sehen wir nachher. Zusätzlich zu diesen drei Möglichkeiten gibt es natürlich noch weitere. Da möchte ich Ihnen einfach noch mal eine kleine Auflistung zeigen. Zum einen sogenannte Cloud-Lösungen. Das ist eine ganze Reihe von Batteriespeicherherstellern am Markt, die jetzt speziell für Ü20-Anlagen Angebote gestrickt haben und gesagt haben, komm du zu mir mit deiner Ü20-Anlage, kauf einen Speicher von mir. Wir bauen da noch einiges an Technik bei dir ein. Du beziehst dann den Reststrom von mir, du speichst den Strom zu uns ein und nutzt deinen Speicher. Also eine komplett über alles Kombilösung. Das gibt es von Speicheranbietern. Auch denkbar ist ein Umbau zu einer Inselanlage. Also es gibt Leute, die nehmen ihre kleine Ü20-Anlage, schmeißen den ganzen Wechselrichter raus und nehmen einfach die 2 DC-Kabel und stecken sie in einen Photovoltaik-Heizstab. Solche Geräte gibt es auch am Markt zu kaufen. Und dann erzeugen sie damit einfach Warmwasser für ihren Warmwasserspeicher. Eben nur, wenn die Sonne scheint und ohne große Regelung. Aber sie sind eine Inselanlage, sind aus den EEG-Problematiken draußen und können den PV-Strom einfach weiter voll nutzen. Auch das geht. Dann ist natürlich auch möglich, die Anlage abzubauen und eine neue Anlage hinzumachen. Aber das ist aus unserer DGS-Sicht eben ein bisschen kurz gedacht, wenn die Anlage jetzt technisch noch gut funktioniert. Wir wollen die alten Anlagen weitmöglichst am Netz lassen und uns helfen beim Bekämpfen des Klimawandels.
Und unter dem Buchstaben G gibt es dann auch noch weitere Möglichkeiten. Also da ist die Welt nun wirklich erfinderisch. Da sind uns auch schon ganz viele andere Ideen noch zugetragen worden. Ich möchte Ihnen noch ein paar Möglichkeiten zeigen, die nicht realitätsnah sind, also die man, wo man vielleicht gedanklich schnell drauf kommt, könnte man ja auch so und so machen, aber die einfach nachher in der Umsetzung nicht funktionieren bei uns. Entweder weil es zu viel Bürokratie ist oder weil es zu teuer ist oder weil ich zu viel Verantwortung habe. Also von den Möglichkeiten hier bitte einfach die Finger weglassen, den Strom aus so einer Anlage direkt an den Nachbar verkaufen, ist bei uns ein bürokratisches Unding, das geht einfach nicht. So eine kleine 2-kW-Anlage als Mieterstromprojekt umzusetzen, auch da bürokratisch und mit Anforderungen völlig überfrachtet, auch gar nicht drüber nachdenken. Kamen auch schon Leute zu uns, die gesagt haben, wir wollen den Strom an der Strombörse in Leipzig verkaufen. Wenn man da ins Kleingedruckte rein sieht, dann werden da die kleinsten Pakete halt mit, ich glaube, 10 Megawattstunden verkauft. Also da komme ich mit meinen 200, 300 Kilowattstunden pro Monat eben nicht klar. Geht nicht. Und was eben auch nicht geht, weil es einfach illegal ist und mit Sicherheit auch in dem beim Doing einfach auffallen würde, eine Anlage abklemmen und dann so tun, als wäre es eine Neuanlage und die als Neuanlage wieder anmelden. Also solche Sachen, die sind einfach nicht umsetzbar. Da möchte ich auch einfach an der Stelle kurz darauf hinweisen. Gut, dann zum Ende des ersten Blocks einfach noch kurz 2, 3 Folien zu unserem Projekt PV Lotse. Die Berit hat es ganz am Anfang bei der Einführung schon erwähnt. Wir haben von der DGS aus ein Beratungsprojekt, das wir machen, speziell für Ü20-Anlagen. Eine kostenlose Beratung für die Betreiber. Wir haben eine Homepage. Da werden jetzt gerade die nächsten Tage wieder aktuelle FAQs eingestellt, also Frage-Antwort-Spielchen konkret zu Ü20-Anlagen. Und wir haben eine Telefon-Hotline und eine E-Mail-Adresse, wo sich Betreiber direkt melden können mit Spezialfragen zu dem Thema. Hier ist jetzt auch die Telefonnummer noch nachgeblendet. Wir haben die jetzt dienstags mittags noch geschalten von 14 bis 18 Uhr. Da kann man also auch bei der Nummer anrufen, landet bei einem DGS-Experten speziell mit Ü20-Erfahrung. Gut, dann wäre ich damit mit dem ersten Block mal am Ende und würde an die Berit rübergeben mit der Frage, ob denn da im Chat Fragen angekommen sind. Ich vermute mal, da gibt es mit Sicherheit welche. Dann können wir da versuchen, die jetzt zu beantworten. Es gibt tatsächlich noch nicht so viele Fragen. Es gibt welche, aber noch nicht so viele. Also gerne, wer Fragen hat, die noch in den Chat packen. Ich sage derweil noch mal was Allgemeines. Also es kam von einem Teilnehmer mehrfach, dass der Ton schlecht ist. Falls das bei irgendjemandem noch so ist, bitte in den Chat schreiben. Ich hoffe, dass es die Minderzahl ist, die Tonprobleme haben. Deshalb bitte nur die reinschreiben, die ein Problem haben, damit wir das so ein bisschen abschätzen können. Wir vermuten, dass das nicht an uns liegt, weil bei uns die Tonqualität super ist. Vielleicht dann selber nochmal hochfahren. Falls es massiv Probleme gibt, frage ich nochmal die Regie, was zu tun ist. Genau. Ansonsten ist, wie schon am Anfang gesagt wurde, wird aufgenommen und das Ganze ist hinterher auch auf YouTube nochmal wieder abrufbar. Kann man sich anhören, kann man dann natürlich nur keine Fragen stellen. So, Jörg, an dich die Frage, bei den Stadtwerke-Geschichten, kann man da nur die eigenen Stadtwerke danach fragen, fragt Ursula Otterwein? Nein, da kann man nicht nur die eigenen Stadtwerke fragen. Also das Ganze ist offen für alle Arten von Vermarktern. Also das könnten auch noch klassische Direktvermarkter sein, die es ja für größere Anlagen auch schon lang gibt. Aber die sind bisher in dem Kleinanlagenbereich nicht so unterwegs. Also da gibt es viele Direktvermarkter, die eben sagen, mit Anlagen unter 50 kW oder unter 100 kW sogar möchte ich gar nichts zu tun haben. Das interessiert mich nicht. Mich interessieren eher die ganz großen PV-Anlagen und die ganz großen Windanlagen. Also da habe ich jetzt noch keine Angebote gesehen, die wirklich in die ganz kleinen PV-Anlagen, um die es jetzt ja geht, 2-3 kW Größe, die da reingehen. Also was im Moment an Angeboten da ist, das sind größtenteils Stadtwerke und das sind praktisch auch immer Stadtwerke, die das für ihre Kunden zur Verfügung stellen, das Angebot. Also die immer gleich reinschreiben, es werden nur unsere Kunden, die in unserem Versorgungsgebiet sind, die in unserem Areal sind, die sowieso schon Bestandskunde von uns sind, die können von dem Angebot profitieren. Wir wollen jetzt als Stadtwerk in Amberg zum Beispiel keinen Kunde aus Düsseldorf haben. Aber wie gesagt, ich erwarte, dass da in den nächsten Wochen noch deutlich mehr Angebote kommen und vielleicht kommt auch der ein oder andere bundesweit tätige Direktvermarkter und sagt, ich biete da auch was an.
dass, wie gesagt, aus jeder Region jemand dann so ein Angebot annehmen kann. Und dann gab es noch den Hinweis, Vollnutzung, wenn man es als Inselanlage nutzt, dass dann natürlich die Vollnutzung schwierig wird. Klar, wenn man deshalb wird ja auch normalerweise eingespeist ins Netz. Das ist sicherlich ein richtiger Hinweis. Dann kam nochmal die Frage, ich meine, du hast das gerade schon gesagt im Vortrag, die Montage, Boris Schwitalski fragt, die Montage einer demontierten Anlage auf einem neuen Dach, ist das eine Neuanlage? Kann das wirtschaftlich interessant werden? Wie hoch ist der Preis einer demontierten Ü20-Anlage und gibt es dafür schon einen Markt? Also sind eigentlich zwei Fragen. Einmal das mit der Demontage und Wiedermontage, das kann ich gleich sagen, hast du ja eben in dem Vortrag auch schon gesagt, das geht nicht, kann nicht, das gilt für die Module, egal wo sie abgebaut, wieder aufgebaut werden, die Zeit, die sie vergütet wurden, das gilt da auf jeden Fall schon. Aber vielleicht kannst du was dazu sagen, ob es einen Markt für demontierte Anlagen gibt, ob es da alte Panels auf dem Markt gibt. Also es gibt vielleicht zum ersten Teil nochmal zur Demontage und Wiederaufbau. Beim EEG kann man sich das so vorstellen, dass jedes Modul, das ich ans Netz bringe, zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach einen kleinen Kleber draufkriegt mit dem Inbetriebnahmedatum. Und das Modul läuft dann 20 Jahre und wenn die 20 Jahre vorbei sind, ist der Anspruch auf die EEG-Förderung, auf die Vergütung, diese Förderung-Vergütung, ist dann einfach rum. Das ist völlig unabhängig davon, ob ich das Modul Jahre drauf lasse oder ob ich das Modul dreimal in der Zwischenzeit umziehe und irgendwo anders drauf packe. Das Modul hat immer noch den gleichen Erstinbetriebsnahmeaufkleber und damit sind die 20 Jahre einfach für eine bestimmte Zeit rum. Was ich natürlich machen kann, das ist, dass ich eine Anlage, die jetzt zum Beispiel Ende diesen Jahres aus der Vergütung rausläuft, dass ich die abbaue, auf ein anderes Dach umbaue, dann ist die natürlich Ende 21 eine Ü20-Anlage. Da muss ich mal Gedanken machen. Aber ich habe das erste Dach dann wieder frei, um eine Neuanlage draufzusetzen. Also das kann ja durchaus auch sinnvoll sein, wenn zum Beispiel, das sehen wir nachher im technischen Bereich ja auch, wenn zum Beispiel das Dach marode ist und die Anlage muss sowieso runter, dann könnte man sich sagen, ich nehme die Altanlage runter, baue die irgendwo anders hin und auf mein Dach, das ich neu mache, das ich saniere, da setze ich dann eine neue Photovoltaikanlage drauf, die nach EEG ja wieder 20 Jahre lang die Vergütung kriegt. Also sowas ist prinzipiell denkbar. Und zur zweiten Frage, ob es einen Markt für Altanlagen gibt. Ja? Ja, genau, das wollte ich doch hinweisen, dass der zweite Teil noch fehlt. Genau, ja. Zur zweiten Frage, Markt für solche Altanlagen. Sehe ich im Moment eher nett. Also nach unserer Erfahrung sind eben sehr, sehr viele Betreiber da, die ihre Anlagen weiter betreiben wollen. Es gibt sicherlich nur einen kleinen Teil von Leuten, die sagen, ich will die jetzt runter haben und mache eine Neuanlage drauf oder sonst irgendwas. Also die Anzahl der Anlagen, die da irgendwie verfügbar sind, ist halt begrenzt. Und der zweite Punkt ist natürlich das Material selber, das ich da vom Dach runter mache. Das ist eben auch schon 20 Jahre alt. Und bei dem Preisverfall, den ich die letzten Jahre hatte für die Module, ist jetzt schon die Frage, ob ich für ein Apfel und ein Ei ein 20 Jahre altes Modul hole und damit irgendwie was machen möchte oder ob ich mir nicht gleich ein bisschen mehr Geld in die Hand nehme und ein neues Modul mir beschaffe. Also da diese alten Komponenten. Und es ist ja nicht nur auf die Module begrenzt. Ich habe ja auch im Zweifelsfalle einen 20 Jahre alten Wechselrichter. Und den kann ich praktisch als Ersatzgerät vielleicht noch auf eBay oder irgendwo anders verticken. Aber für eine vernünftige Neuanlage einen alten Wechselrichter einzusetzen, macht auch keinen Sinn. Also da, das ist sicherlich sehr begrenzt, dass ich hier was kriegen kann. Dann stellt Ferdinand Miesel noch die Frage, ob wenn nicht jetzt diese Angebote von den Stadtwerken, ob die sich auch auf Anlagen kleiner 10 Kilowatt Peak beziehen. Die beziehen sich auch auf Anlagen kleiner 10 kW. Das sind, also gerade in bestimmten Bereichen, bei Tübingen zum Beispiel, weiß man es auch ganz genau, da haben die Stadtwerke vorher auch geschaut, wie viele Anlagen sind es eigentlich, die zu Ende 2020 aus der Förderung fallen. Also die haben das Angebot schon ganz präzise darauf gemacht und es Anlagen zwischen 1,5 und 2,5 kW Größe. Also deutlich unter 10. Wir reden die ganze Zeit, dieses Jahr, nächstes Jahr, zu 95% von Anlagen, die unter 2, 3, 4 kW liegen. Okay, und
Ich habe hier noch eine Frage von Harald Nölle, die würde ich, glaube ich, lieber auf den nächsten Block verschieben, nämlich können Sie den Aufwand für die Vermarktung an Nachbarn erläutern? Das würde ich jetzt mal in den wirtschaftlichen Block verschieben, Herr Nölle. Das nehmen wir nachher nochmal auf. Und Hans-Joachim Kühn fragt, wie kann man den Betreibern der Ü20-Anlagen gegenüber dem Gesetzgeber mehr Gewicht verleihen? Naja, also wir haben, ich sage mal, das letzte Jahr über ganz massiv für das Thema Ü20 getrommelt. Und man muss sagen, das, was wir auch Anfang 2020 von uns aus als Verband und auch mit anderen Verbänden und Vereinen zusammen kommuniziert haben, da kam ja schon ein bisschen was in der Politik auch an. Also die Problematik, dass die Ü20-Anlagen rauslaufen, dass man eine Gesetzesänderung braucht, dass da eine Anschlusslösung her muss, die ist ja bei der Politik auf jeden Fall angekommen. Und ich habe Leute auch gehört, Bundestagsabgeordnete, die gesagt haben, so viel Post wie zum Thema EEG-Novelle haben sie in den letzten 10 Jahren Abgeordnetentätigkeit nicht bekommen von Privatleuten, die einfach gesagt haben, Mensch, da müsst ihr was machen, da müsst ihr jetzt ran an das Thema, ganz wichtig. Also die Priorität kam an. Dass das Ganze jetzt keine super Lösung ist, auch im wirtschaftlichen Sinne für die Betreiber, das ist eben wahrscheinlich auch ein Stück weit Kompromiss gewesen. Weil ursprünglich natürlich auch im Entwurf EEG 2021 nicht viel Gutes drin stand. Und da steht natürlich auch eine gewisse Lobby dagegen, nämlich welche, die gesagt haben, auch gerade aus dem Bereich Direktvermarkter, Stromkonzerne, die gesagt haben, wir brauchen da ja eigentlich keine gesetzliche Weiterbetriebsmöglichkeit, sondern die Leute sollen doch alle zu den Direktvermarktern kommen und dort ihren Strom direkt vermarkten. Dass jetzt in den ersten Jahren lauter kleine PV-Anlagen rausfallen, für die das wirtschaftlich überhaupt nicht darstellbar ist, das war weder den Direktvermarktern noch der Politik klar am Anfang. Deshalb kam es wahrscheinlich dazu, zu dem Entwurf, sonst hätte man das von vorneweg schon anders gemacht. Jetzt im Nachhinein halte ich jetzt mit dem EEG 2021 eigentlich ausgereizt, was hier zu machen ist für Altanlagen. Es gibt noch genug Diskussionen mit Weiterbetrieb von Windkraftanlagen. Die sind jetzt im EEG 2021 deutlich schlechter davon gekommen. Da steht bei vielen Anlagen jetzt zur Diskussion, ob die abgebaut werden müssen, weil sie gar keine Perspektive haben. Aber ich glaube, Verbesserungen für Ü20-Anlagen wird es jetzt in nächster Zeit erstmal letztlich aus meiner Sicht nicht geben. Wenn, dann hoffe ich einfach darauf, dass eben Stadtwerke oder Direktvermarkter in dieser Möglichkeit C noch vielleicht verbesserte Angebote bringen. Aber dass sich gesetzlich da jetzt noch was ändert, glaube ich persönlich eigentlich nicht. Okay, schade. Hoffen wir mal, dass du nicht recht hast. Ich lasse mich gerne überzeugen, gar kein Thema. Genau, kannst du noch was dazu sagen? Manfred Hahn hat die Frage gestellt, wie das mit der Entsorgung der Module aussieht, wenn jetzt so viele Anlagen rausfallen aus der Vergütung. Wie sieht es aus? Gibt es da rechtliche Hinweise, was mit den Modulen zu machen ist? Was die Leute, die holen die sich jetzt vom Dach und dann? Also, wie gesagt, der Anteil der Anlagen, die jetzt vom Dach fliegt, weil sie aus der Förderung rauslaufen, die ist aus meiner Sicht relativ gering. Trotzdem sind Module prinzipiell abgebbar bei Recyclinghöfen. Also ich habe das auch bei uns in der Gegend im Landkreis einfach mal getestet, habe mal angerufen und gesagt, kann ich ein paar Solarmodule bei euch vorbeibringen? Da sagen die alle, ja, kein Problem. Also es gibt in jedem Landkreis in Deutschland mindestens einen Recyclinghof, der speziell auch Photovoltaikmodule annimmt, in einer, da heißt es immer so schön, haushaltsüblichen Menge. Also wenn sie da mit 4, 5 Module kommen, ist okay. Wenn sie 2 Lastzüge vorladen, dann natürlich nicht. Der übliche Weg wird aber für Sie als Betreiber sowieso sein, dass Sie zu Ihrem Elektriker gehen, vielleicht der sogar noch, der die Anlage damals gebaut hat oder eben ein anderer, und sagen, mach mir die Anlage richtig vom Dach runter. Da geht es ja nicht nur um die Modulentsorgung, da geht es auch darum, im Gebäude die Kabel wegzukriegen, die Durchbruchstellen am Dach dicht zu kriegen und solche Dinge. Also es ist ja nicht damit getan, nur die Module runterzunehmen. Und wenn Sie jetzt jemanden beauftragen, die Anlage abzubauen und zu entsorgen, dann kümmert sich dieser Elektriker auch darum, dass die Module ins Recycling zurückkommen. Also da braucht man sich als Betreiber nachher eigentlich keine Sorgen machen. Wenn Sie nur 4 Module auf dem Dach haben und sagen, die kriege ich auch selber runter und das Dach kriege ich auch selber abgedichtet mit ein bisschen Spachtelmasse, dann können Sie diese 4 Module ins Auto packen und so ein Jetzt fragt Ivo Müller, und warum kann man die Module nicht einfach weiterlaufen lassen? Eigenverbrauch plus Einspeisung laufen einfach weiter.
Mir ist nicht ganz klar, also ich meine, du hast ja eine ganze Menge dazu gesagt. Mir ist nicht ganz klar, was jetzt mit Einspeisung läuft einfach weiter. Also die Einspeisung läuft, aber die Vergütung läuft ja nicht einfach weiter. Vielleicht kannst du es ganz kurz zusammenfassen nochmal sagen. Genau, also diese Möglichkeit A, die ich vorgestellt habe, das ist eine weitere Einspeisung, genau in dem gedachten Sinne. Ich mache nichts an der Anlage, ich ändere nichts technisch dran, die kann einfach weiter ins Netz einspeisen. Und der einzige Haken dran ist, dass ich, wenn ich eine Abrechnung kriege von meinem Netzbetreiber, da halt keine hohe Vergütungszahlung mehr draufsteht, sondern bloß noch ein paar Cent pro Kilowattstunde, die ich rauskriege. Aber ich kann, wenn ich Ü20-Betreiber bin, jetzt einfach nichts tun, die Anlage weiterlaufen lassen, solange sie technisch einfach vernünftig funktioniert. Genau. So, was ich jetzt noch gesehen habe, ist, dass ganz viele Anfragen reingekommen sind nach den Folien. Jörg, das wäre eine Frage an dich. Wie sollen wir das machen? Sollen wir die Leute verweisen, dass sie dir schreiben, oder sollen wir einfach die E-Mail-Adressen, die da aufgetaucht sind, sammeln und dir quasi eine gesammelte Liste geben, dass du die Folien da verschicken kannst? Letzteres wäre mal lieber, genau. Wenn ich eine Liste von euch kriege, also wer die Folien haben will, einfach an Solarzentrum kurz schreiben oder in den Chat reinschreiben, da sieht man die E-Mail, glaube ich, auch. Genau, wir haben im Chat jetzt einfach die E-Mails erstmal kopiert, aber wollten jetzt wissen, dass das für dich so okay ist, dass du eine Liste kriegst. Ja, und dann würde ich gucken, also das schaffe ich vielleicht jetzt nicht heute gleich alles, aber im Laufe der nächsten 1-2 Tage, dass ich dann die Folien verschicke, gern. Okay, dann würde ich dich bitten, ich würde sagen, wir gehen einfach weiter in den nächsten Teil. Dass du was zu den wirtschaftlichen Sachen sagst. Du und auch ich haben ja schon mal die Vermutung geäußert, dass es für viele, die jetzt in dem ersten, zweiten, vielleicht dritten Jahr noch aus der Vergütung rausfallen, dass es für die eigentlich nicht so richtig zur Debatte steht, das Ding abzubauen, sondern solange es läuft, das irgendwie noch zu machen, weil das sind die ersten, sind viele von den Leuten, die das wirklich aus Idealismus auch aufgebaut haben. Und das wahrscheinlich gern auch weiterlaufen lassen wollen, aber dann wird es kritisch. Also danach kommen ja viele Anlagen, die eben auch aus wirtschaftlichen Gründen gebaut wurden, und die möchten wir ja auch, dass sie weiterlaufen. Genau, und man muss einen Aspekt bei der Betrachtung der Wirtschaftlichkeit vielleicht auch gleich am Anfang noch erwähnen. Es sind ja auch viele Anlagen, ich hatte ja vorhin gesagt, das waren vor 20 Jahren die Investoren, die damals auch das viele Geld hatten, um so eine PV-Anlage zu bauen. Also wir haben viel Kontakt mit Leuten, die waren damals halt so, ich sag mal, 50, 55 Jahre alt, haben ihr eigenes Häusle gehabt, haben ein bisschen Geld auf der Seite gehabt und haben dann in eine Photovoltaikanlage investiert. Die Leute sind jetzt 20 Jahre später natürlich 75. Und es gibt auch etliche Anlagen, die jetzt mitsamt dem Gebäude drunter vielleicht auch schon der nächsten Generation überschrieben wurden. Muss jetzt nicht vererbt sein oder einfach überschrieben. Die Anlage gehört jetzt schon jemand Jungen, der vielleicht den Idealismus auch gar nicht mehr hat. Und da für die stellt sich dann schon die Frage, macht es wirtschaftlich Sinn, das Ganze weiter zu betreiben oder nicht? Ja, dann starten wir mit dem zweiten Block, mit der Betrachtung der Wirtschaftlichkeit. Hier habe ich in drei Bereiche, sage ich mal, einmal einen kurzen Rückblick. Wir haben nämlich als DGS zusammen mit einem anderen Verband ein Gutachten gemacht zur Wirtschaftlichkeit von Ü20-Anlagen. Das soll nur so ein bisschen der Hinweis sein für jemanden, der sich da tiefer eingraben möchte und auch die Grundlagen verstehen möchte. Der kann in dieses Gutachten reingucken. Dann zeige ich Ihnen ausführlich ein paar Ansätze für Berechnungen, die wir gemacht haben. Wir haben einfach bestimmte Musteranlagen uns hergenommen und für diese Musteranlagen die verschiedenen Varianten, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, mal durchgerechnet. Und da sieht man einfach eine Tendenz. Das macht keinen Sinn, das alles auf den Cent genau an. Und ich einfach mal kurz diesen Hinweis auf dieses Gutachten. Wir haben im März 2020, also jetzt vor knapp einem Jahr, ein Gutachten erstellt, Leistungen und Kosten beim Weiterbetrieb von PV-Altanlagen. Da war federführend der Solarförderverein in Aachen derjenige, der das erstellt hat. Wir als DGS haben den ganzen Bereich Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen dazu gebracht und auch ein paar andere Kapitel. Und dann war noch eine Kanzlei dabei, die den juristischen Teil übernommen hat. Wer sich für das Gutachten interessiert, das können Sie einfach auf der PV-Lotse-Seite als PDF kostenlos downloaden und sich anschauen. Da haben wir detailliert ein paar Anlagengrößen uns angeschaut
und kamen natürlich damals zu dem Schluss, dass die Politik was machen muss und dass die Politik Weiterbetriebsmöglichkeiten zur Verfügung stellen muss. Und wenn man sich das jetzt im rückwirkend anguckt, dann muss man sagen, das, was wir damals gefordert haben in dem Gutachten, das ist zumindest zu einem Teil erfüllt worden. Damals stand noch zur Diskussion, dass die Anlagen EEG-Umlage bezahlen müssen und dann finanziell noch bestraft werden. Das ist abgeschafft. Eine Art von Vergütung gibt es, auch wenn es keine Bonusvergütung gibt und so. Eine einfachere Direktvermarktung ist auch möglich. Also ein paar Punkte von denen, die wir damals als erforderlich gesehen haben, die sind tatsächlich auch politisch ja im EEG 2021 umgesetzt worden. Jetzt aber zu den Ansätzen für die Berechnungen. Also, wir haben uns jetzt einfach mal diese drei Varianten hergenommen, die ich Ihnen vorhin geschildert habe. A ist die Weitereinspeisung, B ist die Eigenversorgung mit zwei verschiedenen Eigenversorgungsquoten und C ist diese vereinfachte Direktvermarktung. Wir haben Laufzeiten angesetzt für den Weiterbetrieb und zwar auch mit dem Hintergedanken, wir haben für B und C gesagt, wir nehmen 10 Jahre Weiterbetrieb. Weil wenn ich einfach die Anlage jetzt nur 1 oder 2 Jahre weiterlaufen lasse, dann ist klar, dass ich solche Umbauten oder sowas auch nicht wirtschaftlich irgendwie amortisieren können. Da brauche ich schon eine gewisse Laufzeit. Und nach dem Stand, wie die alten Anlagen technisch dastehen, in den allermeisten Fällen, rechnen wir auch damit, dass man irgendwo 5 bis 10 Jahre Weiterbetrieb hinkriegt, vielleicht sogar auf 15 Jahre. Also wir sehen heute schon PV-Anlagen, die 30 bis 35 Jahre alt sind und die technisch immer nur funktionieren. Also das geht durchaus. Für den Fall A, für die Weitereinspeisung, haben wir eine Laufzeit von 7 Jahren genommen. Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass das im EEG 2021 auf die Zeit bis 2027 begrenzt ist. Das heißt, da darf ich formal ja nur 7 Jahre ansetzen und eben nicht länger. Das Ganze haben wir umgesetzt mit einer Wirtschaftlichkeitssoftware, die auch von der DGS ist, und zwar von unseren Kollegen aus Franken, der Landesverband Franken. Der hat inzwischen, das habe ich letzte Woche auch erst gehört, ungefähr 600.000 Euro reingesetzt in den letzten Jahren, um diese Software hier zu entwickeln und immer wieder zu verbessern, mit der wir alle Arten von Wirtschaftlichkeiten bei PV-Anlagen berechnen können. Also damit können Sie Mieterstrom berechnen, unterschiedliche Anlagenkonstellationen und so weiter. Das ist sehr komplex, aber es ist für solche Zwecke natürlich absolut nützlich. Und es sind auch die Randbedingungen des EEG 2021 da schon drin in dieser Software. Also mit der Software haben wir die ganzen Geschichten gerechnet. Für die Weitereinspeisung, für die Möglichkeit A, haben wir uns jetzt hergenommen. Eine 2 kW-Anlage, also typisch klein, 900 Kilowattstunden pro kW als Jahresertrag. Sprich, die Anlage arbeitet technisch auch noch ganz prima. Sie soll 7 Jahre weiterbetrieben werden. Sie kriegt als Erlöse diesen Jahresmarktwert Solar minus 0,4 Vermarktung, also ungefähr diese 2 Cent, die dann übrig bleiben. Wir haben einmalige Kosten drin für einen Anlagencheck von 200 Euro. Den Anlagencheck gehe ich nachher im Block 3 bei den technischen Fragen nochmal genauer ein, aber es geht im Prinzip darum, dass man die Anlage einmal durchcheckt und guckt, ob das auch Sinn macht, die weiter zu betreiben. Dann haben wir laufende Kosten angesetzt, also für den Stromzähler, für Versicherungen, für Kleinreparaturen, ein bisschen Inflation da oben drauf und fertig. Und dann kann man das einfach durchrechnen und gucken, was kommt da bei 7 Jahre Weiterbetrieb wirtschaftlich nachher dabei raus. Das Gleiche haben wir gemacht bei der Eigenversorgung, also gleiche Anlage, gleicher spezifischer Ertrag, jetzt aber mit 10 Jahren Weiterbetrieb. Und 30% Eigenversorgung. Das ist so der typische Wert, den man hinkriegt, wenn man eine normale PV-Anlage baut und keinen Speicher oder keine sonstigen speziellen Elektroverbraucher drin hat. Ansonsten hier auch die gleichen Erlöse, die rauskommen. Als einmalige Kosten den Anlagencheck für 200 Euro plus 500 Euro Umbaukosten. Auch da sage ich nachher nochmal im Detail was dazu. Aber das sind jetzt die Kosten, die ich eben brauche, um die Anlage auf Eigenversorgung umzubauen. Da muss ich ja wirklich mit dem Elektriker ran und muss da was umklemmen. Dann habe ich auch da die laufenden Kosten wieder, wie gerade eben auch. Ich brauche keinen IMSIS, ich brauche keine EEG-Umlage. Damit, den Randbedingungen, kann man auch die Eigenversorgung durchrechnen. Hier in dieser Variante B1 mit 30% Eigenversorgungsanteil und dann in der Variante B2 mit 65% Eigenversorgungsanteil. Das sehen wir nachher, die Resultate, das unterscheidet sich nämlich schon ganz deutlich voneinander.
Und dann haben wir auch die dritte Variante, diese Variante C, vereinfachte Direktvermarktung. Wieder gleiche Anlage, Weiterbetrieb 10 Jahre in der Variante. Hier haben wir einen Anlagencheck wieder drin, keine Umbaukosten, weil auch hier die Anlage einfach so am Netz bleibt und jetzt an mein Stadtwerk in der Variante C den Strom komplett rausgibt und meine laufenden Kosten wieder. So, und dann kommen wir einfach mal zu den Ergebnissen. Ergebnis A, Weitereinspeisung. Wir haben gesagt, wir kriegen hier nur 2 Cent pro Kilowattstunde, die bleiben beim Betreiber nachher übrig. Der Betreiber hat aber weiter seine Zählerkosten zu bezahlen, seine Versicherung und auch Kleinreparaturen, die wir damit einkalkuliert haben. Und im ersten Jahr wollen wir ja diesen Anlagencheck machen für 200 Euro. Das heißt, Sie sehen hier einen blauen Balken beim Inbetriebnahmejahr. Das ist jetzt eben das Jahr, wo weiter betrieben wird. Und ab da eine orange Linie, die sich weiter nach unten senkt. Das heißt, diese Weiterbetriebsoption ist eine ganz und gar unwirtschaftliche. Sie legen nämlich hier schlichtweg jedes Jahr drauf. Und über 7 Jahre Weiterbetrieb bleiben Sie nachher bei minus 700 Euro stehen. Das heißt, Sie würden jedes Jahr 100 Euro minus machen. Selbst wenn Sie die Versicherungskosten auf Null setzen, wenn Sie die Kosten für Kleinreparaturen auf Null setzen, dann kommen Sie immer noch nicht wirtschaftlich auf eine schwarze Null. Also Weitereinspeisung ist aus unserer Sicht eine prima Option, dass die Leute nicht zum Jahreswechsel irgendwie ganz hektisch was machen müssen. Das war jetzt auch ganz wichtig für die vielen Anlagen, die zum 1. Januar ausgefallen sind, dass man diese Option hat. Aber damit langfristig die Anlage weiter zu betreiben, ist wirtschaftlich nicht sinnvoll. Das ergibt sich aus der Rechnung. Und selbst wenn Sie an Zahlen werden, ein bisschen variieren, die einen oder anderen Kosten runter, die Inflation weglassen, da ändert sich am Ergebnis prinzipiell mal nichts. Es läuft einfach über 7 Jahre ins Minus. Anders sieht das Ganze aus, wenn ich jetzt diese B1 anschaue, also Umbau der Anlage auf Eigenversorgung, 30% Eigenversorgungsanteil, also der typische Anteil, der machbar ist. Und jetzt 10 Jahre Weiterbetrieb anschaue, weil ich denke, 10 Jahre macht die Anlage noch mit. Da sehen Sie jetzt im ersten Jahr einen großen dicken Balken ins Minus. Das ist unser Anlagencheck, der Geld kostet, und der Umbau auf Eigenversorgung, der Geld kostet. Aber die orangene Verlaufskurve, die zeigt jetzt deutlich nach oben über die Jahre und landet eben nach 10 Jahren Weiterbetrieb praktisch bei der Nulllinie. Das heißt, ich kriege mit der Konstellation Eigenversorgung, 30% Eigenversorgungsanteil, die Anlage über 10 Jahre kostendeckend zum Laufen. Ich weiß, ein Betriebswirtschaftler wird jetzt immer noch den Kopf schütteln und wird sagen, aber wenn da keine Rendite rauskommt, dann ist es ja nicht wirtschaftlich. Richtig, es ist im Prinzip eine schwarze Null, die jetzt rauskommt. Ich kann natürlich auch ein bisschen Glück haben, dass meine Inflation nicht so hoch ist, dass meine Kleinreparaturen, die ich angesetzt habe, vielleicht gar nicht kommen. Und dann lande ich ja schon über der Nulllinie und bin dann wirtschaftlich im Plus. Ganz klar ist, auch in der Variante wird das nicht eine riesen wirtschaftliche Investition mit einer super Rendite, aber es läuft auf jeden Fall langfristig nicht ins Minus. So, die nächste Variante, die ich Ihnen zeige, ist die Eigenversorgung mit 65% Anteil. Also wenn ich die Möglichkeit habe, durch zum Beispiel eine vorhandene Wärmepumpe, durch irgendeinen Großverbraucher mehr wie die 30% selber zu nutzen, dann ist irgendwie klar, dass dann natürlich was Besseres rauskommen muss. Und das zeigt sich auch im Ergebnis. Die gleiche Anlage, die gleichen Randbedingungen, aber jetzt einfach nur den Eigenversorgungsanteil nach oben auf 65% gezogen. Dann lande ich hier nach 10 Jahren Weiterbetrieb deutlich im Plus. Der Ansatz ist jetzt nur der, ich habe jetzt nicht eine Investition in einen Speicher gerechnet. Also man könnte ja bei einer Ü20-Anlage einen Speicher nachrüsten und mit dem dann die 65% Eigenversorgung schaffen. Die Investition in den Speicher ist jetzt nicht drin. Es ist jetzt einfach nur die Anlage betrachtet, wenn ich 65% Eigenversorgung auf welche Art und Weise auch immer habe. Jetzt könnte ich natürlich umgekehrt rechnen und könnte sagen, naja, wie teuer darf der Speicher jetzt sein, wenn ich den erst noch einbauen muss, damit es trotzdem wirtschaftlich funktioniert. Aber man sieht einfach, Eigenversorgung funktioniert vom Prinzip her ab den 30% schon mit einer schwarzen Null. Und je höher meine Eigenversorgung werden kann vom Anteil, desto wirtschaftlicher wird das Ganze. Ist ja auch irgendwo nachvollziehbar.
Für den Strom, der über die Stromleitung rausgeht, kriege ich 2 Cent. Für den Strom, den ich selber verbrauche, spare ich mir den Bezug aus dem Netz von 25 bis 30 Cent. Also ganz klar, jede Kilowattstunde, die im Haus bleibt, ist deutlich wertvoller. So, und jetzt schauen wir uns die dritte Möglichkeit an, diese vereinfachte Direktvermarktung. Auch hier habe ich wieder meine Kosten für den Anlagencheck am Anfang. Die möchte ich natürlich wieder verdienen. Jetzt kommt es natürlich bei dieser Variante darauf an, welchen Vergütungssatz bezahlt denn mein Stadtwerk für den Strom? Wir haben es hier mal durchgerechnet mit 4,8 Cent pro Kilowattstunde. Da sieht das Ganze negativ aus. Also es läuft nicht steil nach unten, aber es läuft nach unten. Und ich habe da über 10 Jahre Weiterbetrieb mit den Randbedingungen, die wir hier angesetzt haben, keinen großen Spaß. Wenn ich mir jetzt das Angebot von Tübingen anschaue, sage ich, kriege hier 6 Cent pro Kilowattstunde, dann lande ich wieder bei meiner schwarzen Null. Und wie gesagt, unter den Randbedingungen, die wir jetzt angesetzt haben, also da sind auch für jedes Jahr Kleinreparaturkosten mit angesetzt. Da sind die Versicherungskosten voll angesetzt, die ich vielleicht auch nicht unbedingt die ganze Laufzeit dann brauche. Also da ist ein bisschen Luft drin, wo man noch ein bisschen schieben kann. Ich halte es nur für seriös, diese Kosten alle mal reinzunehmen und zu sagen, wie sieht es jetzt aus? Und ich freue mich dann lieber in so einem Fall, wenn es besser läuft, wie dass ich nachher noch zusätzliche Kosten irgendwie habe, die ich am Anfang nicht berücksichtigt habe. Also sprich, wenn man die zwei Sachen jetzt im Vergleich nochmal sieht, wenn ich halt nur 3 oder 4 Cent pro Kilowattstunde kriege, dann lande ich im Negativen. Wenn ich eine Vergütung von, ich sage jetzt mal 5,5, 6 Cent oder vielleicht sogar irgendwie noch drüber kriegen kann, dann lohnt sich der Weiterbetrieb in dem Sinne dann schon. Ich habe dann eben auch hier wieder eine schwarze Null über die 10 Jahre Weiterbetrieb erreicht. Das nochmal kurz als Zusammenfassung für diese drei Varianten. Wir haben jetzt eben nur die drei Varianten angeschaut. Weitereinspeisung, Eigenversorgung, Direktvermarktung. Diese anderen Möglichkeiten, die ich Ihnen vorhin geschildert habe, von Heizstab, Inselanlage bis was weiß ich, die muss man einfach individuell ausrechnen. Und Sie haben jetzt auch gesehen, wir haben natürlich bestimmte Randwerte hier angesetzt für die Berechnungen. Die können sich im Detail bei der einzelnen Anlage natürlich auch deutlich unterscheiden. Also so eine Frage, wie viel Eigenverbrauch kriege ich jetzt hin, das ist sicherlich nicht ganz trivial zu beantworten. Da muss man einfach dann individuell schauen, dass man eine möglichst gute Berechnung hinkriegt für das Ganze. Das war der Durchritt durch die Wirtschaftlichkeiten. Berit? Vielen Dank, Jörg. Es hat wahrscheinlich auch Fragen gegeben. Es gab auf jeden Fall Fragen. Ich würde mal vorneweg, gerade weil du es am Schluss gesagt hast, dass man das individuell durchrechnen muss, nochmal den Hinweis bringen, dass wir in dem Projekt PV Lotse ja auch beabsichtigen, dass wir das PV at Now vielleicht so ein bisschen umschreiben, dass man die Möglichkeit hat, eben genau die Ü20-Anlagen da auch zu berechnen. Ich hoffe, dass wir das bis Ende April schaffen, dass es da so ein kleines Tool gibt, dass man genau diese Werte dann eben, die du gerade gesagt hast, das muss man dann eben selber eingeben, dass man das selber eingeben kann und sich da seine Anlage da auch berechnen kann. Ganz genau. Ich hatte es deswegen jetzt nicht auf den Folien drauf, weil wir ja auch noch nicht ganz genau wissen, wie es dann aussieht und weil wir noch nicht ganz genau wissen, bis wann wir das hinkriegen. Aber der Wunsch ist auf jeden Fall, für diejenigen, die das schon kennen, das PV at Now Easy ist ein kleiner webbasierter Rechner, wo Sie praktisch einfach nur mit ein paar Schiebereglern einstellen können, wie groß ist meine Anlage, wie groß ist mein Haushaltsstromverbrauch und dann rechnet der Ihnen den Eigenversorgungsanteil für eine entsprechende PV-Anlage schon mal aus. Also ein ganz einfach zu bedienendes Tool und dieses Tool wollen wir umstellen für Ü20-Anlagen, dass man wirklich sagen kann, wenn Ü20-Betreiber kommt, er will gucken, funktioniert es bei ihm mit Eigenversorgung, dann kann man mit 4, 5 oder 6 Schiebereglern einfach ein paar Eckwerte eingeben und kriegt dann mal so eine grobe Anhaltsschnur, ob das vernünftig funktionieren kann oder nicht. Genau. Es gab eine Frage zu deiner Grafik, also den vielen Grafiken mit der Wirtschaftlichkeit. Da war immer in dem ersten Betriebsjahr waren die Einnahmen höher als in den anderen Betriebsjahren. Ganz genau. Ja, das habe ich jetzt nicht dazu gesagt, wo das herkommt. Das kommt schlicht und ergreifend daher, dass das Ganze natürlich steuerlich mit Umsatzsteuer gerechnet ist. Das heißt, in diesem Inbetriebnahmejahr, wo der Balken nach unten geht, da sind die Ausgaben und zwar zuzüglich der Umsatzsteuer. Und die Umsatzsteuer kriege ich ja im Folgejahr dann wieder zurück. Und im Folgejahr zählen die dann als Einnahme. Deshalb sind in dem zweiten Jahr
die Einnahmen dann schlagartig höher. Das ist nur einmalig die Umsatzsteuer von der Investition. Und danach in den Folgejahren ist einfach nur die Einnahme aus dem Stromverkauf. Jetzt kriege ich die Umsatzsteuer ja nicht immer zurück, sondern also wenn ich jetzt, da muss ich ja unter einer ganz bestimmten Voraussetzung die Investition machen. Vielleicht kannst du dazu noch ein Wort sagen. Ja, aber ich denke, die meisten Anlagenbetreiber lassen ja ihre Anlage gewerblich laufen. Die haben auch schon damals zu Beginn der 20 Jahre das Ganze entsprechend steuerlich so angemeldet. Und dann würden wir auf jeden Fall sagen, soll man das so auch weiterlaufen lassen? Zumindest, wenn ich weiter betreibe, auch die ersten oder ersten ein, zwei Jahre in der bisherigen Variante, sodass ich diese Umsatzsteuer eben aus dieser Nachrüstung wieder zurückkriege. Und dann kann ich mir Gedanken machen, wenn ich es jetzt steueroptimieren möchte, dass ich dann vielleicht in 2, 3 Jahren, wenn dann eben bloß nur Kleinreparaturen und so weiter sind, dass ich dann im Finanzamt schreibe, nein, jetzt will ich aus der bisherigen Regelung raus. Das ist jetzt kein wirtschaftlicher Betrieb mehr oder keine gewerbliche Tätigkeit mehr. Dann kann ich das entsprechend umstellen. Aber solange jetzt hier eben Umrüstkosten noch drinstehen, solange macht es natürlich Sinn, in der alten Regelung drin zu bleiben. Was mit denen, die schon mal in die Kleinunternehmerregelung rübergewechselt sind, können die wieder zurückwechseln? Da bin ich jetzt schlichtweg überfragt. Okay, da fragen wir dann Michael mal. Da müssen wir Michael fragen, genau. Ich wollte jetzt auch nicht zu tief reingehen, aber weil das ja immer so die Fragestellungen sind, die dann kommen. Es gab noch eine andere Frage zu den Umsatzsteuern, nämlich ob auf den Eigenverbrauch dann auch wieder Umsatzsteuer gezahlt werden müssen. Wow, auch solche Sachen sind, da müsste jemand ran, der sich steuerlich sehr gut mit auskennt. Also das sind zum einen auch individuelle Geschichten, die steuerlich zu berücksichtigen sind. Und beim Eigenverbrauch ist natürlich auch wieder eine teuflische Geschichte, weil da manchmal auch angesetzt wird, dass der Eigenverbrauch so behandelt wird wie der Strombezug, also so eine Art fiktiver Strombezug und auf den dann wieder irgendwelche Steuern draufgekommen sind. Also da bitte an einen Steuerexperten wenden. Da kann ich Ihnen jetzt heute keine Auskunft dazu geben. Genau, aber was du schon gesagt hast, es gibt unterschiedliche Methoden. Also wenn man, also die Anlagen, die jetzt im Eigenverbrauch sind, die müssen Eigenverbrauch, also die zahlen auch Umsatzsteuer auf den Eigenverbrauch. Aber wie gesagt, wie Jörg schon gesagt hat, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das zu berechnen. Und man muss natürlich immer gucken, ob die beste Möglichkeit eben auch von dem Finanzamt anerkannt wird. Nämlich im Moment, also wenn man sagt, es wird mit 2 Cent vergütet jetzt oder mit 2,4, kriege ich die Vergütung, dann rechne ich auch das, was ich verbrauche, jetzt nur mit dem, was ich da vergütet kriege, nämlich mit den 2,4 Cent. Dann ist das natürlich für mich am besten. Das wäre aber eine Methode, die eben auch teilweise anerkannt ist. Das heißt, das würde man erstmal versuchen, so anzugeben. Ja, genau. Genau, dann war noch die Frage, aus dem letzten Block noch rübergenommen wurde. Können Sie den Aufwand für die Vermarktung an Nachbarn erläutern, fragt Harald Mölle. Ja, genau, das war noch offen. Also, wenn Sie 2 kW-Anlage haben, Ü20, und Sie wollen Ihren Nachbarstrom weitergeben, dann werden Sie formal zum Stromverkäufer. Und das ist egal, ob das jetzt 20 Kilowattstunden im Jahr sind oder 200 oder 20 Millionen Kilowattstunden. Sie sind dann ein Stromverkäufer und liefern Strom an Dritte. Und da ist einfach bei uns in Deutschland leider ein ganz großer Rattenschwanz mit verbunden, und zwar ein bürokratischer Rattenschwanz. Also das muss entsprechend gemeldet werden, das muss entsprechend steuerlich berücksichtigt werden. In dem Moment, wo Sie Stromverkäufer werden, haben Sie bestimmte Pflichten aus dem Energiewirtschaftsgesetz. Das kann man auch gerne mal durchlesen, versteht man genauso wenig wie das EEG. Aber da gibt es einfach auch für Stadtwerke und ähnliche große Stromvertreiber bestimmte Regelungen, was die machen müssen. Die müssen Prognosen abgeben, die müssen monatlich ihre Werte melden und so weiter an zig verschiedene Institutionen, von Zollamt bis Bundesnetzagentur. Und sowas müssen sie, wenn sie an ihren Nachbar Strom weitergeben, leider komplett auch machen. Und damit ist das bürokratisch ein riesengroßes Monster, was sich für ein paar hundert Kilowattstunden aus einer PV-Anlage einfach nicht lohnt. Und jetzt könnte ich natürlich sagen, gut, auf der einen Seite Augen zu und Kabel rüberschmeißen und machen. Aber der Strom ist nun mal ein regulierter Bereich und es wird auch immer mal ein Techniker von Stadtwerken kommen zu einem Zählertausch oder für sonst irgend sowas. Und da fliegen solche Illegallösungen dann einfach auf. Ich hatte auch mal den Fall,
dass ich eine PV-Anlage planen sollte auf ein größeres Gebäude und dann den Stromanschluss gesucht habe und dann festgestellt habe, das Gebäude hat gar keinen Stromanschluss. Da hat auch einer vor 40 Jahren irgendwie vom Nachbargrundstück illegalen Kabel rübergezogen. Naja, aber dann war einfach klar, so kriegen wir da keine PV-Anlage hin, weil die muss ich bei den Stadtwerken anmelden und spätestens dann fällt auf, dass das alles so nicht funktioniert. Also deshalb dieser Stromverkauf an Nachbarn, so einfach das technisch klingt, schön rübergeben oder auch im eigenen Haus an die Einliegerwohnung. Das ist auch so ein Fall. Ich habe eine Einliegerwohnung drin, habe einen Mieter in der Wohnung drin und ich will jetzt den Strom von meiner PV-Anlage an den Mieter geben. Auch das ist bei uns leider ein bürokratischer Wahnsinn und ist durchs EEG 2021 nicht besser geworden. Genau, wobei man an der Stelle ja sagen muss, dass es eigentlich, das ist ja eine EU-Regelung, dass das im eigenen Haus eigentlich besser werden sollte. Mitte dieses Jahres läuft eigentlich die Nach- wie heißt das, die Nachholfrist für die Länder aus, dass das eben geändert wird. Das ist aber in keinster Weise da drin. Das müsste eigentlich jetzt in diesen Nachregulierungen drinstehen, die da noch gemacht werden müssen fürs EEG. Genau, das hatte ja, glaube ich, der Sebastian Lange beim letzten Seminar angesprochen, dass eben da bis 30.06. jetzt eigentlich die Frist ist, diese Punkte aus der EU-Richtlinie umzusetzen. Aber wenn ich mir das EEG 2021 anschaue, da stand eben schon beim Entwurf in einer Fußzeile drin, dieses Gesetz dient zur vollständigen Umsetzung der EU-Richtlinie. Also ob da was zu erwarten ist bis 30.06. oder nicht in dem Bereich, da mache ich jetzt mal ein Fragezeichen. Klar, es wäre sinnvoll und es sollte eigentlich auch so sein, aber ich würde mich jetzt persönlich nicht darauf verlassen, weil jetzt haben wir das erste Quartal, haben wir jetzt schon. Die Politik ist sich immer noch uneinig über die Punkte. Ich sehe auch gerade keine große Ambition, überhaupt an das Thema jetzt ranzugehen. Die Berliner haben gerade andere Sorgen im Bundestag. Und ab dem zweiten Quartal geht es in Richtung Bundestagswahlkampf. Da wird keiner mehr Gesetze machen. Also wenn man jetzt die nächsten Wochen Zeitfenster und etwas auf die Füße kriegt, dann glaube ich, passiert diese Legislatur einfach nichts mehr. Und dann muss die EU Druck machen. Die könnte Druck machen. Es liegt ja immer noch das EEG 2021 bei der EU zur Freigabe. Es könnte auch denkbar sein, dass die EU kommt und sagt, ihr kriegt euer EEG freigegeben, aber nur mit dieser und jener Änderung. Und dann kann wieder sein, es geht ganz schnell. Das ist bloß im Moment leider nicht absehbar und nicht abschätzbar. Auch diese ganze EU-Freigabe ist eine dermaßen Blackbox. Da kommt man nicht an nichts ran. Also man kriegt keine Zeiten genannt, man weiß nicht, wer dafür zuständig ist, ist einfach eine Blackbox. Irgendwann kommt was rausgescheppert und dann freut man sich, aber bis dahin ist einfach Fragezeichen. Genau, ich gehe hier nochmal über die Frageliste. Es gab noch einen Kommunalpolitiker, Herr Buchwieser, der sich gemeldet hat, wie er denn bei sich das vorwärts bringen kann. Wie kann ein Vergütungsdesign der Stadtwerke aussehen, damit die PV-Anlagen kostengünstig, aber mit ausreichendem Ertrag für die Betreiber weiter betrieben werden können? Also da sage ich als erste Randbedingung mal, das muss so eine Vergütungshöhe von, ich sag mal, 5,5 bis 6 Cent pro Kilowattstunde sein. Das muss bei rauskommen, dann ist das für den Betreiber wirtschaftlich eine spannende Sache. Und die Stadtwerke müssen das im Rahmen dieser vereinfachten Direktvermarktung ebenso einfach wie möglich auch umsetzen. Also mir ist jetzt auch letzte Woche ein Angebot von einem Stadtwerk untergekommen. Die bieten auch 4,7 Cent pro Kilowattstunde an, schreiben aber weiterhin vor, dass ich eine Fernsteuerbarkeit der Anlage brauche, dass ich eine Ist-Abruf der Einspeiseleistung brauche und dass ich damit auch einen Smart Meter brauche. Also da reden wir über 2.500 Euro Nachrüstkosten dafür, dass das Ding nachher die 4,6 Cent kriegen kann. Das ist natürlich überhaupt nicht darstellbar. So funktioniert es nicht. Es muss komplett einfach sein und es muss eine Vergütung, ich sage mal, größer 5,5 Cent pro Kilowattstunde sein. Und wenn man da als Kommunalpolitiker Einfluss nehmen möchte, zum Beispiel, weil man eigene Stadtwerke hat, den Fall gibt es ja öfters mal, dann würde ich da einfach die Stadtwerkeleitung offensiv ansprechen und sagen, oh, habt ihr euch mal mit dem Thema überhaupt schon beschäftigt, Ü20-Anlagen? Da gibt es ja bei euch im Versorgungsgebiet sicherlich auch welche, die jetzt eine Lösung brauchen. Wie wäre es, wenn man da was anbietet? Oftmals sind es jetzt auch nicht die Techniker, die auf die Idee kommen, sondern die Marketingleute, die einfach sagen, ey, wir wollen diese Kunden behalten. Es kann ja nicht sein, dass ein Ü20-Kunde jetzt zu einem fremden Direktvermarkter abwandert, weil wir dem nichts anbieten können. Also das Angebot muss von den Stadtwerken kommen. Und wenn die Stadtwerke noch in irgendeinem größeren Verbund drin sind, ob das jetzt über Tüger ist oder ob das über ASEF ist, in den Verbünden gibt es zum Teil konkrete Hilfestellungen für Stadtwerke.
wie die das machen können, bis hin zu Musterverträgen und zu Abwicklungen, wie das dann mit den Bilanzkreisen läuft und so weiter. Da kümmern sich die Netzbetreiberverbände drum, dass da im Hintergrund das alles machbar ist. Dann nochmal zu den Betriebskosten, die du angesprochen hast. Du hast ja jährliche nicht nur Betriebskosten und auch Wartungskosten irgendwie eingerechnet. Wie ist es mit dem Wechselrichter? Ist da ein Ersatz von einem Wechselrichter irgendwo mit drin? Nein, ausdrücklich nicht. Wir haben keinen größeren Wechselrichtertausch drin. Der würde jetzt, wenn Sie also einfach nach 5 Jahren Weiterbetrieb einen neuen Wechselrichter für 1000 Euro brauchen, dann würde der die Wirtschaftlichkeit sprengen. Das ist ganz klar. Dann landen Sie mit dem Ding definitiv im Minus. Es gibt sicherlich viele Ü20-Anlagen, deren Wechselrichter jetzt nicht 20 Jahre alt sind, sondern die vielleicht nach 15 oder nach 18 Jahren getauscht wurden. Das heißt, das Gerät ist jetzt erst 2, 3 Jahre alt. Und darum sind wir mal davon ausgegangen, das hält auch die nächsten 10 Jahre durch. Aber es ist klar ein Betreiberrisiko, so wie auch bei einer neuen PV-Anlage, dass der Wechselrichter in dieser Betriebszeit natürlich auch die Grätsche machen kann. Und Sie haben erweitertes Risiko, dass das Dach unter der Anlage nach 5 Jahren undicht werden kann. Sie haben aber auch das Risiko in positiver Art, dass die Erträge 10% höher sein können, wenn wieder so ein sonniger Sommer kommt, dass Sie keine laufenden Kosten haben, keine Kleinreparaturen haben, 10% mehr Erträge haben, dann rutschen sie wirtschaftlich natürlich auch ganz schnell nach oben. Also das ist das Betriebsrisiko, sage ich mal, an dem hat sich strukturell durch den Weiterbetrieb nichts geändert. Okay, dann fragt Jürgen mehr als noch, ob bei größeren Anlagen, größer 9 kW Peak, wenn weiter eine Einspeisung erfolgt, neue Anforderungen an den Zähler erfüllt werden müssen, und mit welchen Kosten es verbunden ist. Ich bin mir nicht ganz klar, warum größer 9 kW Peak. Ich hatte irgendwie immer diese 7 kW Peak für den 7 kW für den Smart Meter im Kopf, aber vielleicht weißt du das genauer. Also gesetzlich über das EEG 2021, da kommen wir nachher auch noch kurz in dem Technikblock dazu, aber Okay. beantworte ich schon gern gleich auch. Also da ist die magische Grenze ist 7 kW für den Einsatz von Smart Mietern. Also über 7 kW kann Smart oder kommt die Smart Mieter Pflicht. Da muss irgendwann ein Smart Meter nachgerüstet werden. Unter 7 kW im Standardfalle nicht. Und dann habe ich eben mit dem Smart Meter habe ich dann alle Zähleranforderungen für die Zukunft erfüllt. Okay, und dann habe ich noch eine Frage von Peter Miesel, die ist so zwischen dem rechtlichen und dem wirtschaftlichen Block. Du hattest vorhin die Windkraftanlagen angesprochen, und da stellte sich hier die Frage, warum sind Windkraftanlagen schlechter gestellt? Die kriegen noch keinen kriegen die keinen Jahresmarktpreis, und für direkt vermarkten könnten die doch auch. Also ich bin jetzt kein Windkraftexperte, ich habe mir nur das Thema so ein bisschen am Rande mit angeschaut, was da im Windkraftbereich los ist. Und da ist eines der ganz großen Probleme, dass die Zulassung für die eigentliche Windkraftanlage, also die technische Zertifizierung der Anlage, zum Teil auf 20 Jahre begrenzt ist. Also da kommt vom Anlagenhersteller die Information, ihr dürft die 20 Jahre lang betreiben. Danach muss aber von uns jemand kommen und praktisch jede Schraube nochmal angucken für Tausende von Euro, um überhaupt nochmal sicherzustellen, dass die Anlage technisch noch in Schuss ist. Also das, was wir mit dem Anlagencheck von 200 Euro machen, sicherstellen, dass das Ding technisch gescheit dasteht und gescheit funktionieren kann, das kostet bei einer Windkraftanlage halt gleich Zehntausende von Euros. Der zweite Punkt ist, dass auch die Standorte von Windkraftanlagen ja eine Genehmigung haben und die Genehmigung manchmal auch auf 20 Jahre begrenzt ist. Also da fällt nicht nur die technische, sage ich mal, Betriebserlaubnis vom Windrad weg, sondern es fällt auch die Genehmigung für die Fläche schlagartig weg. Auch die muss nochmal neu gemacht werden. Und wenn dann ein Direktvermarkter kommt und sagt, ja klar, du hast da 300.000 Kilowattstunden und wir zahlen dir Marktwert Solar oder Marktwert Wind irgendwie 2,3 Cent pro Kilowattstunde. Und ich habe aber solche dermaßen Rieseninvestitionen. Ich brauche nochmal 30.000 Euro zum Zertifizieren der Anlage. Ich brauche nochmal 20.000 Euro, um die Genehmigung nochmal zu kriegen. Und bin mir ja gar nicht sicher, ob ich die dann wirklich kriege. Dann sieht es wirtschaftlich eben auch schwierig aus. Und der Gesetzgeber hat jetzt im EEG noch vorgesehen, dass die alten Anlagen in der Übergangszeit in Ausschreibungen rein können und nochmal eine Art Weitervergütung kriegen. Aber auch das ist eine komplett unsichere Sache. Kriege ich da was oder kriege ich da nichts? Also das ist in dem Bereich wirklich schwierig. Da haben wir es in der Photovoltaik wirklich einfach. Also so kompliziert bei uns alles ist hier,
Aber im Gegensatz zur Windkraft können wir ganz zufrieden sein. Da ist bei uns deutlich einfacher. Okay, ich schließe mal hier mit der letzten Frage, die eigentlich gar nicht so richtig zu diesem Thema passt. Beantworte ich wahrscheinlich am besten gleich selber. Wie sehen Sie die Kombination von PV-Anlagen mit extensiver Dachbegrünung? Eher positiv oder kritisch? Wir haben uns gerade intensiv damit beschäftigt im Solarzentrum, machen auch gerade so eine Gründachbroschüre. Es ist ja teilweise Pflicht bei Neubauten, auch Gründach zu machen. Und deshalb haben wir uns damit beschäftigt, wie kriegen wir jetzt trotzdem noch die PV drauf. Wir sehen das also sehr positiv, auf die Gründächer noch die PV draufzusetzen. Geht aber wahrscheinlich ohne Förderung in dem Bereich nicht. Es sei denn, ich mache eine Pflicht, weil das dann schon kostenintensiver ist, weil ein Gründach einfach auch pflegeintensiv ist. Genau, also wir haben eine Masterarbeit dazu, können Sie sich vielleicht gerne, wenn Sie uns schreiben, wenn Sie mir schreiben, kann ich Ihnen die auch schicken, die ist nicht unter Verschluss. Es gibt gerade viele Untersuchungen dazu, aber es ist positiv oder kritisch, also das fürs Dach ist es gut, für die PV ist es gut, es ist eigentlich eher eine wirtschaftliche Frage. Und damit gebe ich Jörg jetzt mal schnell in den technischen Teil und alle weiteren Fragen dann nach dem technischen Teil. Genau, ich denke, ganz am Ende haben wir ja auch noch ein bisschen Zeit. Dann gehe ich wieder rüber auf meine Folien. Das sollte funktionieren. Na. Jetzt sind wir in dem dritten Teil. Ja, jetzt wollen wir über die technischen Auswirkungen sprechen. Wie verhält sich es mit dem Weiterbetrieb von Ü20-Anlagen aus der technischen Brille? Ich habe Ihnen hier ein paar Bilder sind es erstmal zur Ausgangslage, um mal klarzumachen, von welchen Anlagen und von welcher Technik sprechen wir denn eigentlich, die im Moment da an der Wand hängt. Dann gehe ich auf den Anlagencheck ein. Den haben wir gerade vorhin in der Wirtschaftlichkeit gesehen und ich habe zwei Sätze dazu gesagt, aber ich möchte noch ein bisschen ausführen, um was es da genau geht. Und dann schauen wir uns wirklich für diese drei Hauptoptionen A, B, C die entsprechenden technischen Kriterien an, die für eine Umsetzung eine Rolle spielen. Auch hier natürlich wieder Standardfälle. Es geht immer beliebig kompliziert, vor allem in dem Moment, wo Sie eine Ü20-Anlage und eine zweite PV-Anlage gemeinsam an einem Netzanschluss haben. Da gibt es alle möglichen Varianten, wie das dann technisch schwierig werden wird. Aber die einfachen Umstellungsoptionen, die kann ich Ihnen hier an der Stelle einfach mal schildern. Beginnen wir mit der Ausgangslage. Also auf dem Dach, denke ich, ist das Ganze unspektakulär. Kann sich auch jeder vorstellen, die Module von vor 20 Jahren, die sahen schon relativ ähnlich aus wie die heute. Meistens kristallin, meistens einen schönen Rahmen drum, meistens sehr stabil, aber eben deutlich kleiner. Das sehen Sie hier schon, diese Zellen mit 10 cm, davon sind drei Stück nebeneinander, dann war das Modul schon fertig. Da haben wir heute natürlich ganz andere Dimensionen von Modulmaß. Aber von der Technik an sich auf dem Dach prinzipiell mal beherrschbar. Oder auch solche Module hier, schon ein bisschen größer, auch entsprechend alt. Das ist auch eine 20-jährige Anlage. Mit der haben wir im Weiterbetrieb auf dem Dach erstmal gar kein Problem. Interessanter wird, wenn wir uns dann ins Gebäude reinbegeben und uns die Technik mal im Gebäude anschauen. Da stoßen Sie nämlich dann plötzlich auf solche Sachen wie das hier. Einfach ein Stromzähler auf der DC-Seite, der einfach so als Zeigermessgerät in einer Schutzkiste an die Wand geschraubt wurde. Und wenn Sie es noch übler erwischen, dann kommen Sie halt auf sowas. Was ist da jetzt abgebildet? In der Mitte oben sehen Sie den Wechselrichter der PV-Anlage. Der ist da einfach reingeschraubt worden in den Heizungskeller. Also die ganze die braunen Heizungsrohre außenrum, die haben mit der PV-Anlage gar nichts zu tun, aber da war halt irgendwie noch Platz für einen Wechselrichter. Vor 20 Jahren. Drunter hat man einen Stromzähler hingemacht, rechts daneben mit dem roten Drehschalter, dann noch den DC-Freischalter für die PV-Module. So, und mit dieser Technik hier im Detail, damit müssen Sie sich jetzt rumschlagen, wenn Sie an der Anlage irgendwas machen müssen. Also da muss man sich bewusst sein, man trifft bei einer Ü20-Anlage auf Anlagentechnik, an der man eigentlich am liebsten gar nichts ändern würde. Und das ist wieder ein Aspekt, der eigentlich in Richtung Variante A oder C deutet. Da brauche ich nämlich bei der Anlage nichts anfassen. Variante B, Eigenversorgung, heißt immer, dass ich entsprechend was umbauen muss an der Anlage. Aber bevor wir zu den Varianten kommen, noch den Anlagencheck kurz im Detail angesprochen.
Ich hatte ja schon gesagt, es geht einfach darum, die Anlage zu überprüfen und zu gucken, ob die auch geeignet ist, noch 5 oder 10 Jahre oder noch länger weiter Betrieb durchzuhalten. Das sind ein paar Fragen, die man sich da stellen kann. Unter A einfach, ist die PV-Anlage technisch in Ordnung? Da wird Ihnen jeder Betreiber sagen, ja, ich gucke ja die Erträge regelmäßig an, die Anlage ist technisch okay. So, hinsichtlich der Erträge stimmt das mit Sicherheit. Das wird von vielen Betreibern mitdokumentiert, die führen ihre Excel-Listen über Jahre weg. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Aber ich mache mir zum Beispiel Sorgen, ob denn die Dachhaken nicht angefangen haben zu rosten. Ob nicht die Unterlegscheiben von der Modulkonstruktion schon zur Hälfte durchgerostet sind. Ob nicht unter den Modulen, so einen Fall hatte ich auch schon mal, die komplette DC-Verkabelung von jedem einzelnen Modul von Mardern dermaßen verbissen worden sind, dass man alle paar Zentimeter offene, blanke Kabelstellen vom Kupfer gesehen hat. Also, ob die Anlage technisch in Ordnung ist, kann ein Betreiber für sich nur durch die Ertragskontrolle nicht einschätzen. Da brauche ich einen Fachmann, da brauche ich einen Elektriker, den ich beauftrage und sage, komm, sag mir, wie viel du willst, ob das 150 Euro sind oder 250, aber so in der Dimension 200 Euro. Komm mal bei mir vorbei, schau dir eine Viertelstunde meine Anlage an und sag mir, ob die technisch vernünftig weiter betreibbar ist. Und dann wird dieser Elektriker sich einen Wechselrichter anschauen, der wird sich die Verkabelung anschauen, der wird auch mal aufs Dach kurz hochgehen und unter die Module drunter schauen, ob da alles in Ordnung ist. Und dann wird er sagen, ist die denn technisch in Ordnung? Und ist die auch, das ist hier die Frage B, ist sie denn auch technisch sicher? Technisch sicher heißt eben auch, die Unterkonstruktion darf nicht durchgerostet sein. Technisch sicher heißt auch, die Kabel im Gebäude müssen vernünftig sein, dürfen nicht irgendwo schwarze Brandflecken haben oder sonst irgend sowas. Das sind schon zwei komplett unterschiedliche Dinge. Also das muss ein Fachmann beurteilen. Der wird in dem Fall dann, wenn er verantwortungsbewusst vorgeht, auch noch entsprechende Messungen vornehmen, Strom- und Spannungsmessungen, ISO-Messungen an der Anlage. Und dann kann man sagen, so, und nach den Messungen und nach der Sichtkontrolle, die Anlage ist auch technisch sicher und ich kann sie weiter betreiben. Und die Frage C, die ist natürlich auch noch ein bisschen schwieriger zu beantworten. Sagt der Betreiber meistens auch, ja, kein Problem, ob denn das Dach unter der PV-Anlage noch in Ordnung ist. Also da gehe ich mal davon aus, in den meisten Fällen wird es da keine Schwierigkeiten geben. Ob das Dach natürlich dann noch weitere 10 Jahre mit durchhält, das steht dann auf einem anderen Blatt. Dem Moment, wo man ein Ziegeldach drunter hat und das damals vielleicht zum Installationszeitpunkt nicht arg alt war, da wird es keine Probleme geben. Aber es gibt eben auch ganz unterschiedliche und bis abenteuerliche Dachkonstruktionen, wo man nach 20 Jahren Betriebszeit schon sagen muss, naja, also jetzt müsste man vielleicht auch mal vorher das Dach anschauen oder eventuell sanieren, bevor man dann nochmal 10 Jahre Module oben drüber hängt. Also die Hauptfrage, die sich stellt, kann die Anlage noch 7 oder 10 Jahre weiterarbeiten? Und das muss eben ein Fachmann beurteilen. Das haben wir in dieser Empfehlung drin, dass man einen Anlagencheck macht. Auch unter dem Aspekt, ich glaube hier drauf, genau, dass eben von den Betreibern ganz oft zwar Ertragskontrollen gemacht werden, aber ganz viele Betreiber uns auch sagen, ja, die Anlage hat ja die letzten 10 Jahre gearbeitet ohne Probleme. Und wenn wir dann zurückfragen, ja, wann gab es denn das letzte Mal eine Wartung? Wann hat denn einer da, ein Elektriker, mal Messungen gemacht und geschaut und so? Ja, die letzten 10 Jahre nicht. Und bei manchen Anlagen tatsächlich seit Inbetriebnahme nicht. Die Anlagen sind verkauft worden als nahezu wartungsfrei. Und dann ist nie irgendwas passiert. Dann ist aber auch nie kontrolliert worden, ob irgendwie was problematisch sein könnte. Und deshalb einfach unsere Empfehlung, wenn die Anlage 20. Geburtstag hat, dann so einen Anlagencheck durchführen, dann ist man einfach auf der sicheren Seite für einen Weiterbetrieb. Gut, jetzt aber zu den technischen Aspekten der einzelnen Optionen. Fangen wir an mit der Weitereinspeisung. Da haben wir ja gesagt, es geht weiter mit der Einspeisung ins Stromnetz, weiter an den Netzbetreiber. Und das heißt ganz klar, wir haben hier keine technischen Änderungen der Anlage. Also auch der Einspeisezähler kann bleiben. So wie es in dem Entwurf mal vorgesehen war, ab 1 kW muss ein Smart Meter rein, das ist ja auch alles wieder rausgeflogen. Also wir brauchen jetzt unter 7 kW im Normalfall keinen Smart Meter. Ausnahme ist ein bisschen schwierig zu definieren, aber eigentlich kann man so formulieren, ein Smart Meter brauche ich bei einer Anlage kleiner 7 kW immer dann, wenn am gleichen Einspeisepunkt
eine Anlage sitzt, die ein Smart Meter braucht. Und das kann zum Beispiel eine Wärmepumpe sein, das kann auch ein Ladepunkt für ein Elektroauto sein. Wenn ich so eine Wärmepumpe habe mit unterschiedlichen Tarifen und für diese Wärmepumpe gilt eine Smart Meter Pflicht, dann muss der ganze Hausanschluss auch den Smart Meter haben. Das heißt, dann braucht die Photovoltaikanlage auch mit 0,5 oder mit 1 kW Leistung, braucht dann auch den Smart Meter, weil das dann einheitlich sein muss in dem jeweiligen, am jeweiligen Anschluss. Ansonsten für den Normalfall, wie gesagt, ich habe nur eine PV-Anlage, ich habe nur mein Verbrauch im Gebäude, brauche ich unter 7 kW keinen Smart Meter. Im Moment wird es dadurch noch ein bisschen schwieriger, dass diese Smart Meter Pflicht jetzt im Gesetz drinsteht, aber technisch ja noch gar nicht umgesetzt werden kann, weil es noch keinen Smart Meter Rollout für Einspeiser gibt. Also für Verbraucher ja, da werden ja seit zwei Jahren schon Smart Meter eingebaut, aber für den Einspeisefall, für eine PV-Anlage, habe ich offiziell ja im Moment noch gar keinen Rollout. Das heißt, da gibt es im Moment noch ganz komplexe Regelungen, auch im EEG 21 drin, auch Messstellenbetriebsgesetz und in der Kombination von beidem, was ich denn da jetzt im Detail wirklich machen muss. Ich hoffe mal, so wie man mir es gesagt hat, gegen Herbst soll wohl diese Mieterklärung für Einspeiser kommen und dann können wir uns konkret auf den Pfad einschwenken und damit arbeiten. Gut, Sie haben gesehen, bei der Weitereinspeisung haben wir technisch gar keine Vorgaben. Wir können einfach alles so weiterlaufen lassen, völlig unproblematisch. Umständlicher wird jetzt bei der Option B, bei der Eigenversorgung. Da wollen wir ja einfach eine Eigenversorgung mit Überschusseinspeisung machen, also möglichst viel Strom erstmal selber verbrauchen und nur den Rest ins Netz einspeisen. Und dafür muss ich natürlich meine Photovoltaikanlage umverkabeln. Denn die stand ja bisher über einen separaten Zähler auch nur in Verbindung mit dem öffentlichen Stromnetz. Ich habe bisher zwei Zähler im Haus, normalerweise typisch diese schwarzen Drehzähler. Ein Zähler war für den Hausverbrauch, ein Zähler war nebendran für die Photovoltaikerzeugung. Und das wird jetzt klassischerweise getauscht gegen einen Zweirichtungszähler. Viele EVUs machen jetzt gleich so eine moderne Messeinrichtung rein, so einen digitalen Zähler. Ist noch kein Smart Meter, aber schon die Vorstufe dazu. Das heißt, aus zwei Zählern, die ich bisher habe, mache ich einen Zähler. Bisher war es dann bei Anlagen größer 10 kW auch so, dass ich noch einen PV-Erzeugungszähler gebraucht habe, um für den Fall Eigenversorgung auch die EEG-Umlage richtig umrechnen zu können oder richtig ausrechnen zu können. So. Dadurch, dass im EEG 2021 diese 10 kW-Grenze jetzt gefallen ist und erhöht wurde auf 30 kW, habe ich jetzt bei den ganzen kleinen Anlagen, und da gehe ich jetzt bis 23 kW Anlagengröße, da brauche ich jetzt keinen PV-Erzeugungszähler mehr. Das wäre zwar nett für mich als Betreiber, damit ich sehen kann und genau ablesen kann, was produziert die PV-Anlage auf dem Dach, aber aus Sicht der Netzbetreiber brauche ich diesen Erzeugungszähler nicht mehr. Dann kommt noch ein bisschen dazu bürokratischer Aufwand. Ein Umbau in eine Eigenversorgungsanlage ist auch meldepflichtig. Und zwar sowohl beim Netzbetreiber, der wird Ihnen dann nämlich sagen, wie er das mit dem Stromzählertausch macht. Es ist auch meldepflichtig bei der B-Netz A, sprich im Marktstammdatenregister, wo Ihre Anlage, auch Ihre Ü20-Anlage, hoffentlich inzwischen registriert ist. Da muss ein Wechsel angemeldet werden. Da gibt es ein kleines Klickfeld, wo man sagen kann, Anlage läuft in Volleinspeisung, Anlage läuft als Eigenversorgung. Und diese Änderung, die muss auch dort entsprechend gemeldet werden. Also da hat man noch ein bisschen bürokratischen Aufwand dann auch noch mit dazu, neben dem technischen Aufwand zum Umverkabeln der Anlage. Jetzt kann man eben nicht pauschal sagen, wie das bei einem Umbau auf Eigenversorgung läuft. Ich habe deshalb einfach mal einen Best Case und einen Worst Case skizziert und dazu drin bewegt sich, glaube ich, 90% der Welt dann. Best Case ist, ich kann im Zählerschrank ganz einfach das umklemmen. Der Zählerschrank ist groß genug. Die Stadtwerke kommen an und sagen, naja, wir müssen ja sowieso irgendwann mal auf intelligente Messsysteme umstellen, also kriegst du jetzt diesen elektronischen Zähler gleich. Und dieser Zählertausch, den müssten wir ja eh machen, also der ist auch noch kostenlos, der kostet dich gar nichts. Dann haben sie mit ein paar 100 € Umbau, Umklemme im Zählerschrank plus diesen kostenlosen Zählertausch durch die Stadtwerke das Ganze eigentlich erledigt. Und dann sieht es natürlich entsprechend positiv aus. Das kann aber auch umständlicher werden. Im Worst Case habe ich entweder keinen Zählerschrank oder ich habe einen zu kleinen Zählerschrank.
So wie gerade vorhin, wie wir es gesehen haben, dass der PV-Zähler plötzlich im Heizungskeller sitzt. Da kann der natürlich, wenn ich jetzt umbaue auf Eigenversorgung und diese Verbrauchszähler und Einspeisezähler zusammenführe zu einer Zähleinheit, dann kann das natürlich nicht mehr da im Heizungskeller stattfinden, sondern dann brauche ich eventuell einen neuen Zählerschrank. Und im Worst Case habe ich jetzt mal den Fall zusammengefasst, dass gleichzeitig auch noch eine Wärmepumpe eingebaut wird. Aber mal als Beispiel, denn dann ist ganz klar, dann brauche ich einen neuen Zählerschrank, weil es mit dem bisherigen so nicht weitergeht. Ich muss komplett umverkabeln. Ich bin aufgrund der Wärmepumpe, egal wie groß die PV-Anlage ist, dann auch gezwungen, gleich mal auf Smart Meter umzurüsten. Das heißt, dann kommt auch noch zweimal Zählertausch auf mich zu, beziehungsweise einmal Zählertausch, PV und Verbrauch wird zu einem Smart Meter und die Wärmepumpe braucht einen zweiten Smart Meter und dann das Gateway dazu, dann habe ich alles beisammen. Aber das muss natürlich alles dann auch in den neuen Zählerschrank reinpassen. Das heißt, da brauche ich wirklich ein bisschen mehr Geld. Da habe ich viel Aufwand von der technischen Seite her und damit entsprechend auch Kosten. Deshalb, wenn Sie eine Anlage umstellen wollen auf Eigenversorgung, dann auf jeden Fall mal einen Elektriker holen und dann Angebote für einholen. Der kann Ihnen einschätzen, ob das mit dem Zählerschrank funktioniert, was drumherum alles ist. Und nach dem Angebotspreis können Sie dann auch für sich selber nochmal das ganze Ding durchrechnen. Also wie gesagt, zwischen Best Case und Worst Case, da ist eben auch finanziell eine ganz schön große Lücke zwischendrin. Das kann gut laufen und günstig sein, aber das kann auch schlecht laufen, umständlich sein und dann wird es eben auch teurer. Dritter Fall, den hatte ich vorhin in den Varianten auch einmal drin, wenn ich das Ganze umbaue zu einer Null-Einspeiseanlage. Das ist letztes Jahr viel diskutiert worden, inzwischen eigentlich kaum mehr relevant. Höchstens für Leute, die einfach sagen, ich will überhaupt keinen Strom ins Netz geben, aus Prinzip. Dann brauche ich ein Stromflussmesser und einen modernen Wechselrichter, das auch mit einer Null-Einspeisung machen. Das kriege ich mit alten Geräten leider auch nicht hin. Gut, als drittes dann die Aspekte dieser Option C. Also wenn ich auf die vereinfachte Direktvermarktung gehe, da haben wir jetzt auch zwei Fälle, weil es eben auch da nicht klar ist, was eigentlich notwendig ist. Da schreibt das Gesetz jetzt eigentlich nichts vor, sondern da ist jetzt einfach die Vorgabe des Stadtwerks dann auch relevant. Also Best Case, eine echte vereinfachte Direktvermarktung, die von einem Stadtwerk angeboten wird. Da heißt es von Seiten des Stadtwerkes, ich verzichte auf den Abruf der Ist-Leistung, ich verzichte auf die Regelbarkeit der Anlage, ich brauche auch keinen Smart Meter. Also kann man eigentlich alles weiterlaufen lassen wie bisher. Ich brauche Umrüstung, ich habe hier auch keine technischen Kosten bei der Anlage. Auch hier gibt es einen Worst Case, das ist eben ein Realfall, auch letzte Woche bei mir im Eingang. Zwar nach EEG 20a Direktvermarktung, aber eben doch mit Abruf der Ist-Leistung, mit notwendiger Regelbarkeit, mit Abruf und deswegen auch Smart-Meter-Pflicht. Und dann bin ich natürlich irgendwo bei technischen Kosten im Tausenderbereich. Das heißt, dann macht das irgendwie auch wenig Sinn. Heißt hier als Tipp für die Betreiber, wenn Sie darüber nachdenken, in diese vereinfachte Direktvermarktung zu gehen und zum Beispiel ein Stadtwerk haben, das sowas anbietet, dann schauen Sie sich da das Angebot genau an. Schauen Sie sich genau an, was da drin steht an Forderungen, ob eine Ist-Einspeisung notwendig ist. Das steht da dann alles drin. Es gibt auch Stadtwerke, die haben die kompletten Vertragsunterlagen für so ein Ü20 vereinfachte Direktvermarktung im Netz drinstehen. Da können Sie 7 Seiten PDF ausdrucken und mal kurz durchschauen, was wollen die eigentlich von mir genau? Und wenn Sie dann ein Angebot brauchen von einem Elektriker, dann können Sie natürlich genau diese 7 Seiten nehmen und dem Elektriker hinlegen und sagen, so, das sind die Anforderungen meines Stadtwerks, das würde ich gern machen. Sag du mir, was ich genau umbauen muss und sag du mir, was das alles kostet. Das wäre jetzt also der Worst Case. Hier leider eine Spanne zwischen der einfach sind. Wird. Es gibt keine Pauschalaussage. Ja, man hat. Ja, das waren so die Optionen von der technischen Seite her betrachtet. Wir haben auch Hallo Jörg.
Jörg? Anlage. Hallo Jörg, hörst du uns? Du bist jetzt auf einmal ganz plötzlich uns genau anschauen. Ganz schlecht zu verstehen. Und? Wahrscheinlich verzögert. Ich weiß nicht, ob deine Internetverbindung auf einmal schlechter geworden ist. Du kommst nicht wirklich an bei uns. Soll ich ihm das sagen? Meinst du, Jörg, wir schmeißen dich einmal raus und holen dich wieder rein. Ich hoffe, dass das funktioniert. Beziehungsweise du musst dich wieder einwählen. So ist es. Wir können dich nicht reinholen. Ich fürchte, mich hat. Okay, jetzt ist, wir hoffen, dass Jörg sich wieder einwählen kann und dass er auch ordentliche Bandbreite wieder hat, dass wir ihn verstehen können. Ich gucke mal bei den Fragen, ob da irgendwas ist, was wir jetzt einfach schon mal mit reinnehmen können. Ich glaube, es ist besser, wenn er das selber beantwortet. Hier war eine Frage zu dem Bestandswechselrichter, ob der weiterverwendbar ist oder ob der der aktuellen Norm entsprechen muss. Nee, wenn ich den Bestandswechselrichter weiter nutze, dann hat der eben auch Bestandsschutz und der muss nicht gewechselt werden. Das hatte Jörg Sutter ja auch gesagt, dass das nicht notwendig ist, da einen neuen Wechselrichter reinzubauen. So, Jörg, jetzt bist du wieder da. So, jetzt bin ich, glaube ich, wieder da, ja, sorry. Bei mir war plötzlich die Bandbreite weg und dann bin ich ganz rausgeflogen. Aber ich hoffe, es läuft wieder stabil. Was sagst du? Das Mikrofon wechseln. Du sollst das Mikrofon wechseln, sagt die Regie. Ich weiß nicht genau, was die Regie damit meint, aber ich soll es dir weiter sagen. Ja. Du bist jetzt wahrscheinlich auf einem anderen Mikrofon. Jetzt müsste es besser sein, richtig? Sehr viel besser. Sehr alles viel klar. Besser. Ja, sorry, das war falsch eingestellt. Ja, mit den Folien, tut mir leid mit der Bandbreite. Ich fürchte mal, es hat mit meinen Kindern zu tun, die parallel auch noch gerade doppelt Homeschooling machen. Ich hatte zwar gesagt, die sollen versuchen, Bandbreite zu vermeiden, aber hat vielleicht nicht ganz hundertprozentig funktioniert. Nee, mit den Folien war ich soweit auch am Ende. Also meine letzte Anmerkung war ja eigentlich, der Betrieb insgesamt wirtschaftlich sinnvoll sein kann, dass man es trotzdem individuell betrachten muss für jede Anlage und dass wir aber trotzdem bei vielen Betreibern einfach sehen, dass die Anlagen weiter betrieben werden sollen. Also auch unabhängig von der Wirtschaftlichkeit ist eben ganz oft der Wunsch da, wir wollen die Anlage weiterlaufen lassen. Vielleicht auch, wenn es sich wirtschaftlich nicht ganz rechnet. Die Wirtschaftlichkeit hat nicht die oberste Priorität. Und ich kann viele Leute verstehen, die sagen, ich will den Strom auch wirklich für mich selber nutzen, weil es eben auch ein anderes Gefühl ist. Dann ein Elektroauto direkt aus der eigenen PV-Anlage zu tanken oder einen PV-Heizstab zu haben und abends in die Dusche zu steigen und zu sagen, das Wasser, das ich jetzt warm hier von oben habe, das wurde aus meiner Solaranlage warm gemacht. Das ist halt einfach eine Gefühlssache. Das fühlt sich gut an. Und auch deswegen glaube ich, dass es viele Leute gibt, die weiter betreiben wollen, auch wenn es sich wirtschaftlich vielleicht nicht hundertprozentig rechnet. Ja, soll ich dann einfach mit den Fragen weitermachen? Ich hatte eben zwischendurch, als du rausgefallen bist, schon die eine Frage vorgezogen mit, darf ich denn überhaupt meinen Zähler, meinen Wechselrichter weiter betreiben, wenn der ja den aktuellen Anforderungen nicht mehr entspricht? Das hattest du ja gesagt, dass der weiter betrieben werden kann. Ich habe auch auf deiner einen Folie unten den kurzen Hinweis auf die 4105 gesehen. Mhm. Vielleicht kannst du einfach auch zu der 4105 und den Weiterbetrieb ganz kurz was sagen. Ja, genau. Also es gibt vom VDE eine Anwendungsrichtlinie 4105, die zeigt eben auch auf, was an bestimmten Anforderungen da ist, um Anlagen weiter betreiben zu können. Und wir haben dazu auch von Seiten der DGS und von Seiten des SFVs VDE bei der Untergruppierung, das ist der FNN, und die haben uns ganz ausdrücklich gesagt, wenn ich eine Bestandsanlage habe in der Volleinspeisung und ich baue diese Anlage nur um auf Eigenversorgung, also nichts anderes, kein Batteriespeicher dazu, keine Wärmepumpe dazu, sondern nur der reine Umbau auf Eigenversorgung,
dann ist das keine relevante Änderung der Anlage. Denn bei einer Änderung einer elektrischen Anlage, da muss ich wirklich schauen, dass die gesamte Anlage nachher den aktuellen Gegebenheiten und den aktuellen Normen entspricht. Wenn ich jetzt aber nur den Umbau auf Eigenversorgung mache, dann kann ich auch ausdrücklich nach der 4105 meine alte Anlagentechnik elektrisch lassen, wie sie ist. Natürlich muss die sicher sein, also blanke Kupferleitungen an der Wand geht nicht, das ist klar. Aber ich brauche jetzt nicht einen neuen Zählerschrank wegen der Norm oder ich brauche nicht komplett irgendwelche neuen Komponenten wegen der Norm, sondern wenn ich nur den Umbau auf Eigenversorgung mache, dann geht es auch mit der alten Technik weiter. Das haben wir ausdrücklich da gekriegt. Und wir sind jetzt im Moment noch dabei. Es gibt auch eine übergeordnete Norm, die 4100. Da sind wir jetzt auch gerade die letzten Tage am Durchstöbern, ob es da noch irgendwas gibt, was eventuell irgendwo Diskussionen verursachen könnte. Aber ich habe dazu bisher auch nichts gefunden. Also Umbau auf Eigenversorgung. Problemlos mit dem alten Wechselrichter und problemlos mit der Brille der alten Normen. Okay, dann gab es, weiß ich nicht warum, gab es nochmal die Frage nach der Entsorgung der Module. Das hatte Jörg Sutter vorhin schon gesagt. Module können im Haushaltsmengen einfach auf dem Recyclinghof abgegeben werden. Sprich, da müssen Sie sich bei Ihren Recyclinghöfen erkundigen, welcher der in Ihrer Region ist, der die nimmt. Die können da hingebracht werden. Genau, also genau. Würde ich direkt beim Recyclinghof mal anrufen, ob die das entgegennehmen. Meine Information ist, dass in jedem Landkreis ein Recyclinghof sein muss, der das entsprechend entgegennimmt. Und wenn es mehrere gibt, dann muss ich halt den schon rausfinden oder mal anfragen, welcher das ist. Und dann darf ich da aber Module direkt abgeben. Genau. Ich habe jetzt gerade, bin so hin und her gesprungen, weil ich hatte hier noch eine Frage mit dem Zähler, die ich nicht gesehen habe. Da war ein bisschen Unklarheit bei Frau Fischer, ob was jetzt eigentlich Geld kostet. Kostet der Zähler selbst Geld oder nur die Arbeitsleistung oder der Tausch an sich oder der Tausch nicht? Also vielleicht da nochmal kurz Klarheit schaffen. Ja, da ist schwierig, Klarheit zu schaffen. Das muss man klar sagen. Also es hängt natürlich erstens vom Modell ab, ob mein Zähler, ob ich den mir anschaffe, ob ich den miete. Da ist ja oft auch so, dass ich einfach einen Mietzähler drin habe und eben mit der Jahresabrechnung. Versuch mal dein Bild auszumachen. Dann ist der Ton vielleicht da. Okay. Also gibt da eben unterschiedliche Modelle schon beim normalen Zähler. Ich kann ja einen Zähler mir kaufen und einbauen und ich kann mir typischerweise beim Stadtwerk den Zähler auch mieten und dann wird er einfach jedes Jahr als Mietpreis abgerechnet. Die Stadtwerke handhaben diese Zählertausch durchaus unterschiedlich. Also da muss ich bei meinem Stadtwerk durchaus anfragen, wenn ich jetzt einen Wechsel vorhabe auf Eigenversorgung, muss ich das sowieso ja anmelden. Ich kann ja auch vorher schon mal anrufen und sagen, ich will umrüsten auf Eigenversorgung. Bitte sag mir, was ich zu tun habe. Also das Stadtwerk kann entweder einen Zählertausch verlangen und kann verlangen, dass ich dafür auch Geld bezahle, also sprich auch den Handwerker bezahle, der das macht. Es gibt aber auch Stadtwerke, die sagen, wir kommen ja sowieso in diese Austauschgeschichte in den nächsten Jahren rein. Da sind wir verpflichtet, die Zähler zu tauschen. Also ziehen wir den Tausch bei der Anlage vor und dann braucht der Kunde weder den Handwerker noch den Zähler selber zu zahlen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es hängt vom Stadtwerk ab und da muss man einfach direkt anfragen. Okay, ich ziehe mal die hier zwei Fragen zusammen, nämlich das war nochmal die Nachfrage, ob bei Eigenverbrauch und Speicher mit Einspeisung ein Zweirichtungszähler reicht. Und dann gab es noch die Frage, ob wie sicher der Wegfall des Produktionszählers ab 10 kW ist, ob es da Unterschiede zwischen den verschiedenen Verteilnetzbetreibern gibt. Also zum Letzten, ich glaube nicht, dass es da unterschiedliche Ansichten gibt, wobei natürlich das EEG 2021 jetzt erst seit einigen Wochen überhaupt auf dem Tisch liegt. Also ob das sich bis zu allen Netzbetreibern schon durchgesprochen hat, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass zum Beispiel die bayerischen VDEWs sind es, glaube ich, oder VDEWs, die haben solche neuen Messkonzepte gemacht und da steht, glaube ich, drin, ab 23 kW braucht man dann wieder einen Einspeisezähler, weil ich dann theoretisch wieder an 30.000 Kilowattstunden und so weiter rankommen kann. Aber unter 10 kW auf jeden Fall nett. Das ist soweit sicher. Und jetzt gerade nochmal das Erste, das war die Frage mit PV und Speicher und zwei Richtungszähler. Ne? Und Eigenverbrauch, ne? PV, Speicher, Eigenverbrauch.
Da müsste aus meiner Sicht ein Zweirichtungszähler reichen, genau. Also die übliche Umrüstung ist, ich habe eine Volleinspeiseanlage, ein Zähler Photovoltaik-Einspeisung, ein Zähler Haushaltsverbrauch. Und diese zwei Zähler werden jetzt beide ausgebaut und ersetzt durch einen Zweirichtungszähler. Und ob ich dann noch einen Speicher dazu mache oder nicht, ist dem Zähler primär mal egal. Und dann war noch die Frage, wie das ist, wenn man schon vorher Eigenverbrauch hatte. Ich meine, das ist ja relativ einfach, da muss man wahrscheinlich nichts weiter ändern, oder? Dann muss man nichts weiter ändern, ja. Das sollte einfach so weiterlaufen. Nur, dass ich eben für meinen eingespeisten Stromanteil dann nicht die alte hohe EEG-Vergütung kriege, sondern die niedrige 2 Cent pro Kilowattstunde. Genau. Und dann war noch die Frage, wie sich der Unterschied zwischen einer Nulleinspeisung und einer Einspeisung ohne Vergütung, wie das aussieht, rechtlich, technisch, wirtschaftlich? Ja, schwierig. Also eine Nulleinspeisung, das war so eine Idee, die man letztes Jahr eigentlich erkoren hatte, weil man gesagt hat, ja, eigentlich kann man ja nach neuem EEG, darf man ja gar nicht einspeisen. Deshalb hat man sich so überlegt, man macht eine technische Nulleinspeiseanlage, dann kann einem da nichts passieren. Inzwischen brauche ich das eigentlich nicht, weil ich darf ja legal weiter einspeisen. Also die Option Nulleinspeisung ist eigentlich in der Praxis praktisch nicht mehr relevant. Wenn ich weiter einspeise, dann muss natürlich der eingespeiste Strom gemessen werden und dann wird der auch vergütet. Das ist in dieser Möglichkeit A, die ich geschildert habe, ja auch ganz einfach, weil durch den Zähler, der misst meine eingespeisten Kilowattstunden und dann kriege ich automatisch meine Abrechnung. Da brauche ich ja gar nicht viel für machen. Also aus deiner Sicht jetzt kein großer Unterschied, richtig? Nur, dass genau. Ich mir die Mühe für die Nulleinspeisung gar nicht erst machen muss. Den muss ich mir jetzt eigentlich machen. Ich kenne einen Spezialfall, wo mir ein Betreiber gesagt hat, er will aber trotzdem die Nulleinspeisung machen. Ich probiere es jetzt einfach nochmal mit dem Video. Ich hoffe, dass es funktioniert. Und zwar in dem Fall, das war ein Rentner, der einfach gesagt hat, er will aus der Photovoltaikanlage auf jeden Fall keine Einnahmen, weil ihm das nachher wieder dazu zwingt, Steuererklärung zu machen und diese ganzen Geschichten. Er wollte einfach 0 Cent Einnahmen haben und dann brauche ich natürlich eine Nulleinspeiseanlage. Okay, genau. Und dann jetzt noch die Frage, darf ich meine Altanlage durch eine neue erweitern und dann auf Eigenversorgung gehen? Also wenn ich eine alte Anlage habe und eine neue Anlage habe, dann kann ich die prinzipiell kombinieren. Es gibt dann aber eben bestimmte prozentuale Abgrenzungen. Also wenn ich das über einen Einspeisezähler laufen lasse, dann wird mein Ertrag einfach prozentual der alten Anlage und der neuen Anlage zugeordnet. Und ob das sinnvoll ist für mich als Betreiber, das sei mal dahingestellt. Einfacher in allen Aspekten wäre es auf jeden Fall, die Altanlage und die Neuanlage getrennt zu lassen. Also eine Neuanlage zu machen und die Altanlage dann als Ü20-Anlage in irgendeiner Weise weiter zu betreiben. Genau, dann ist hier noch die Frage von Aye Hosseini. Wissen Sie vielleicht, wie die Werte von Grenzen bzw. Kostengrenzen grundsätzlich festgelegt sind? Kostengrenzen bezieht sich jetzt wahrscheinlich auf die Smart-Meter-Sachen, oder? Ist mir auch nicht ganz klar. Vielleicht einmal noch klarifizieren, welche Kostengrenze gemeint ist, weil man, wie viel man selber bezahlt, dafür gibt es ja keine Grenze. Das ist nur das eigene Portemonnaie oder der eigene Wille. Ja, genau. Vielleicht die Frage noch mal einmal spezifizieren, dass wir wissen, worum es geht. In der Zeit kann ich schon was zu der Wirtschaftlichkeitsberechnung machen. Also wenn wir das schaffen, die bis April fertigzustellen aus dem Easy at Now zum Ü20 Easy oder so, wie auch immer, dann wird es auch kostenfrei zur Verfügung gestellt. Genau. Das ist so gedacht, dass da jeder mal draufgehen und rechnen darf. Genau, und das ist ja auch eine gute Chance für die Betreiber, die jetzt einfach jetzt zum Jahresende rausgefallen sind aus der bisherigen EEG-Vergütung. Die haben ja jetzt auch keinen Zeitdruck, sage ich mal. Die können jetzt durchaus die nächsten Wochen und Monate mal schauen und gucken, ob sie dann nicht mit dem Rechner und mit Angeboten vom Elektriker und so weiter dann einfach eine vernünftige Weiterführungsoption finden.
Okay, und die Kostengrenze, die Frage bezog sich auf das EEG, aber im EEG sind keine Kostengrenzen festgelegt. Also das ist ja einfach eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für einen selbst. Ich wüsste nicht, dass im EEG irgendwelche Kostengrenzen festgelegt sind, oder Jörg? Also ich hätte spontan gedacht, es geht um die Smart Meter Preise. Da gibt es ja Kostenobergrenzen für diese Zählerkosten bei Smart Mietern. Im EEG selber drin ist in dem ganzen Zusammenhang eigentlich nur dieser Jahresmarktwert Solar als Preis festgelegt, also als Rechengröße festgelegt. Und die Netzbetreiber, die berechnen eben jedes Jahr diesen Jahreswert Solar neu. Alles, was wir jetzt als 2,4 Cent haben im Moment fürs Jahr 2020. Das wird im Jahr 2021 dann vielleicht 2,6 oder 2,7 Cent pro Kilowattstunde. Und dieser Jahresmarktwert, der ist im EEG festgelegt für die Vergütung nach Variante 1. Und für den Zähler selbst, also zahle ich dann für meinen Smart Meter hinterher eine höhere Grundgebühr, als ich das bisher für meinen Zähler zahle? Also Smart Meter sind grundsätzlich mal teurer wie normale Stromzähler. Da ist aber auch ein bisschen kompliziert, weil die Smart Meter Preise sich auf das messstellen Betriebsgesetz. Da stehen Preisobergrenzen drin. Die muss ich aber nicht immer komplett addieren, sondern die teilen sich entsprechend auf. Das heißt, ich muss einen Smart Meter für den Haushalt voll bezahlen. Und wenn ich dann noch eine weitere Verbrauchseinheit dazu habe, zum Beispiel ein Elektroauto, eine Wärmepumpe oder eine PV-Anlage, dann kommt nur noch ein kleiner Preisaufschlag obendrauf. Also bitte nicht aus dieser Obergrenzenliste jetzt alle Einzelpreise rausnehmen und aufaddieren. Da fallen sie tot um, zweifelsfall, wenn die PV-Anlage groß ist, sondern da gibt es dann so einen Mischpreis. Also ein Grundpreis, der teuerste muss genommen werden und dann kommen nur so kleine 20 € Aufschläge pro Einheit, die noch dazu kommt, obendrauf. Aber ich sage mal so, darauf haben Sie sowieso keinen Einfluss und an den 20 € pro Jahr Zählerkosten wird auch die Entscheidung, wie ich jetzt mit einer Ü20-Anlage umgehe, nicht abhängen. Also davon, das macht der Kohl nicht fett, sagt man bei uns. Das ist mir vorhin schon aufgefallen, dass du von zwei Smart Mietern gesprochen hast. Du hast gesagt, naja, ich habe vielleicht einen für meine Wärmepumpe und jetzt brauche ich noch einen für meine Solaranlage. Wie smart sind die denn, dass ich zwei davon brauche und das nicht einer alleine schafft? Naja, ein Smart Meter ist eigentlich nur ein Stromzähler, der eben vorwärts und rückwärts zählen kann. Das heißt, wenn ich nur einen Haushaltsverbrauch und meine PV-Anlage habe, dann reicht mir ein Smart Meter. Der misst die Einspeisung der PV und der misst meinen Haushaltsverbrauch aus dem Netz. In dem Moment, wo ich eine weitere Einheit dabei habe, und das ist egal, ob das eine Ladestation ist, eine Wärmepumpe oder irgendwas anderes, dann braucht der einen anderen Smart Meter zum Zählen. Also einfach, so wie man bisher verschiedene Zähler eingebaut hat, so wird man auch verschiedene Smart Meter nebeneinander bauen. Wenn Sie also PV-Anlage plus Wärmepumpe plus E-Ladestation plus nochmal irgendwas haben, dann werden Sie nachher drei, vier Smart Meter nebeneinander haben, die aber dann auf ein einziges Gateway aufgeschalten werden zum Datenübertragen. Also die Kommunikation läuft über eine Einheit und an diese eine Einheit kann ich, glaube ich, bis zu 8 Smart Meter anschließen. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist das Einzige, was da dran smarter ist als an den bisherigen Zählern, da habe ich ja auch das alles gezählt, was du gerade gesagt hast, dass ich es eben direkt übertrage und da eine bessere Übertragung habe. Huh, ich sehe jetzt plötzlich nichts mehr. Ja, also in das Fass möchte ich jetzt nicht eintauchen, über Sinn und Unsinn und Zweck von Smart Nee, Meter nee, zu geht nicht um Sinn und Unsinn, diskutieren. ging eher um das Verständnis, was jetzt das ist, was der mehr kann. Ja, vom Prinzip her können die Smart Meter, die im Moment draußen sind, nicht viel mehr wie die elektronischen oder die Scheibenzähler, die jetzt im Moment schon verbaut sind. Also ich kann dran ablesen, was ich habe und ich kann das über Webschnittstelle vielleicht dann in Viertelstundenwerten oder sowas abrufen. Arg viel mehr können die Dinger im Moment noch nicht. Perspektivisch ist natürlich vorgesehen, dass ich zum Beispiel damit PV-Anlagen auch regeln kann. Also, dass der Netzbetreiber kommen kann und meine Anlage auch mal runterregeln. Es ist auch gedacht, dass ich Tarifabhängigkeiten kriegen kann, also einen tageszeitabhängigen Stromtarif für daheim, dass mir mittags der Strom besonders günstig wird und dann kann ich meine Waschmaschine automatisch zuschalten lassen
und damit kann ich als Kunde dann Strom sparen. Aber das sind alles so Zukunftsmusiken, die sind vorgesehen für die Smart Meter, aber im Moment noch nicht drin, beziehungsweise noch nicht zertifiziert. Danke für die Klarifizierung. Das ist, glaube ich, bei vielen noch falsch im Kopf. Genau, ich würde jetzt einfach enden mit einer Frage, die wenig mit dem Thema zu tun hat und eher viel globaler ist und sagt, warum wir noch viele weitere Veranstaltungen und vor allen Dingen viel Umsetzen brauchen. Sind die gigantischen Energieziele für die Klimapolitik 2050 überhaupt ohne PV-Anlagen und Windräder erreichbar? Fragt Klaus Kunert. Natürlich sind die nicht ohne erreichbar und auch nicht ohne die Ü20-Anlagen, also beziehungsweise wenn sie nicht ersetzt werden. Also mit dem, was im Moment die Ausbauziele sind, das haben ja auch die verschiedenen Studien gezeigt, die Ausbauziele klaffen noch mit den Klimazielen meilenweit auseinander. Mit dem, was ausgebaut werden soll, erreichen wir das noch nicht. Da muss noch viel mehr gemacht werden. Genau, und ich würde jetzt Jörg noch ein letztes Wort sagen lassen und dann sind wir durch mit dem Thema. Ja, also ich kann den Satz von Berit nur unterstreichen. Das ist auch der Grund, warum wir uns als DGS so dafür einsetzen, dass es im Bereich Ü20 vorwärts geht, dass es im Bereich auch beispielsweise bei Stecker-Solargeräten vorwärts geht, weil wir einfach sehen, jedes einzelne Solarmodul, das Strom erzeugt, hilft uns ein kleines Stückle bei unserer Energiewende. Und wir brauchen wirklich jedes einzelne Modul. Wir brauchen große Freiflächenanlagen, wir brauchen große Dachanlagen, ob mit Begrünung oder ohne, aber wir brauchen auch die alten Anlagen und wir brauchen die Stecker-Solargeräte. Es muss einfach massiv in dem Bereich zugebaut werden. Und deshalb ist uns auch so wichtig, dass die alten Anlagen nicht vom Dach kommen, weil dann machen wir wieder einen Rückschritt. Auf der einen Seite bauen wir neue Anlagen und auf der anderen Seite reißen wir die alten weg. Das wäre wirklich kontraproduktiv, das möchte ich nicht. Vielen Dank, Jörg, für dein Schlusswort und vielen Dank an alle, die hier bis zum Schluss noch dabei geblieben sind, die vielen Fragen gestellt haben. Ich hoffe, es war für alle spannend. Mich hätte jetzt noch interessiert, aber wir haben vergessen, ein Fragetool einzubauen, wie viele von denen im Zuschauerraum selber Ü20-Anlagen haben oder in naher Zukunft haben werden. Das kriegen wir jetzt nicht raus. Aber gut, wir wünschen Ihnen noch eine schöne Woche und es gibt noch auf unseren Programmheften steht überall, was es für weitere Veranstaltungen gibt. Gerne reingucken und bei Interesse wieder reinhören. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.